Helden gehen nach unten. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Shakes and Fidget. Heute hier wieder mit dem Stammtisch. Wir haben wieder tolle Gäste. Der gute Gorgos ist dabei. Der. Moin. Der. wie heißt er nochmal? Der Dotzer. Ach so, ja. Neu in der Shakes and Fidget Szene. Ja, hallo, ich bin hier der Newcomer. Ich möchte gerne meinen Channel promoten. Geht das? Dankeschön. Dann haben wir den guten Hanrizzle dabei. Ich komme nicht drauf klar, dass du in die andere Richtung zeigst. Aber mir ist das richtig. Okay, gut. Der Painy ist dabei. Yeah. Die Golden Pain. Und der gute Luti, der Lieutenant. Einen wunderschönen Abend, dass ihr dabei seid. Und ich gebe das Wort direkt an Hanrizzle. Ja, genau. Wir sitzen hier und wollen ein bisschen über Shakes and Fidget. Wer hätte es gedacht? Reden. Und zwar, ja, ist ein bisschen was passiert bei Shakes and Fidget. Wir haben das letzte Mal zusammen geredet, schon ein bisschen her. Der eine oder andere war schon öfter auch dabei. Und ich denke, man könnte ja mal so grob anfangen, indem man sagt, ja, Shakes and Fidget, so in den letzten Jahren, wie hat sich das Game entwickelt? Was habt ihr da für Gedanken so allgemein? Und danach hat jeder von uns auch mindestens ein Thema, wo wir ein bisschen genauer drauf angehen wollen oder drauf eingehen wollen. Und ich würde sagen, Dorsa, was sagst du? Wie ist so Shakes and Fidget für dich im Allgemeinen so in der Entwicklung vorangegangen? Was war gut, was war schlecht, so grob, was fällt dir da ein? Ja, ich würde ja erstmal behaupten, zum Rückgreifen zum letzten Stammtisch, wo ich gar nicht weiß, wie lange der jetzt schon her ist, aber ist bestimmt schon. Ein Jährchen oder so kann man da bestimmt schon mal ansetzen. Da ist ja einiges passiert hier in der Zeit, ne? Und ja, aber ich würde hauptsächlich erstmal so sagen, was mir grob so mal aufgefallen ist in den letzten Jahren halt so, ist halt das Ding, irgendwie habe ich das Gefühl, es spitzt sich alles so ein bisschen immer weiter zu, so. Alle warten jetzt auf das neue kommende Backend. Ja, auf das Backend und die Updates. Und mit den dazugehörigen Erneuerungen, die kommen sollen irgendwann. Und ja, im Prinzip, weiß ich nicht, es ist viel passiert und ich würde hauptsächlich erstmal so, also neue Updates, was dazu kam. Was mir aber am meisten so in den Sinn kommt, ist so ein bisschen, was jetzt in letzter Zeit alles, ja, dazu gekommen ist, ist halt so, dass man übel schnell so levelt in Shakes and Fidget. So, das ist, finde ich, übelst krass im Vergleich zu den vorherigen Sachen. Dann jetzt die Funktion, also es gibt quasi viele Themen, die wir hier ansprechen wollen, was auch zukunftsmäßig vielleicht noch relevant sein könnte, was jetzt auch kürzlich, ne, alle haben jetzt von diesen diesen Paket-Bug gehört, so, ne, in welche Richtung das später noch alles so hin driven soll und so weiter und so fort, ne, weil ich persönlich, und da kann ich auch Ignil an der Stelle hier vertreten, wir hatten damals mal gesagt, so, also es gibt ja zwei große Ressourcen so in Shakes and Fidget, einmal das Gold und einmal die Erfahrung. Das Gold konnte man sich mit Pilzen irgendwie immer irgendwo verschaffen. So, das einzige, ja, die einzige Ressource, die man nicht kaufen konnte, war Erfahrung. Jetzt haben wir das erste Mal den Fall gehabt, dass wir uns Erfahrung quasi mit Geld kaufen konnten. So, das war jetzt der erste Schritt gewesen. Die haben zwar gesagt, es war einmalig, aber es wurde auch schon damals gesagt, dass diese Pakete nur einmalig zur Verfügung stehen. Das heißt, das haben sie jetzt schon damit so ein bisschen gebrochen, aus meiner Sicht. Mhm. So, und das sehe ich kritisch für die Zukunft, muss ich mal so sagen, dass es sein könnte, dass jetzt immer mal wieder so ein, nicht nur Sommerschlussverkauf, sondern vielleicht auch ein Winterschlussverkauf, dann werden die Pakete gerecycelt, so, ne, dann, gut, abseits davon, entstehen dadurch natürlich neue Probleme, wie zum Beispiel jetzt dieser Bug, der jetzt aufgetreten ist, der ja einige von uns sauer aufgestoßen hat. Dazu können wir vielleicht nochmal später drauf zurückkommen. Also es gibt auf jeden Fall viel, worüber man reden kann. Ist nur die Frage, womit fangen wir jetzt am besten an? So, das ist so das Ding. Aber wie gesagt, so mein großer Punkt, der jetzt diesem Stammtisch widmen soll, ich weiß bloß nicht, ob ich jetzt das Fass jetzt schon aufmachen soll oder halt später, ist halt eben... Du hast es jetzt schon aufgemacht? es ist schon ziemlich offen, ja. Ja, ich weiß nicht. Also gut, dann würde ich sagen, dann fangen wir mit dem Thema als erstes an. Ja. Wie gesagt, ich wurde ja jetzt auch zuerst gefragt. So, ne? Ja. Und dann würde ich das einfach mal so an euch weiterleiten. Wie seht ihr das? Wie gesagt, ich sehe es auf jeden Fall kritisch. Ne? Sobald man
an Erfahrung kaufen rankommt, kann ich finde es tatsächlich gut, dass das Thema jetzt als erstes rankommt, weil ich finde das mit am wichtigsten, tatsächlich. Nicht ja, nur, weil es mein Thema ist, sondern auch sehr wichtig. Ich glaube auch, das ist ein Thema, was in der ganzen Community gerade so ne, ganz oben steht, wo man auch gerade drüber redet. Und wenn da jetzt hier so 6 Persönlichkeiten, wie wir darüber reden, ist das vielleicht auch mal ganz interessant, wie wir darüber denken. Ja. Perfekt. Also ich finde, was das betrifft mit der Erfahrung, die sich jetzt schon mittlerweile kaufen lässt, das ist ja noch am Anfang. Und je nachdem, wenn die da daran herum experimentieren, dann können die das doch schon ziemlich ausreizen. Wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann sogar einen anderen Shop in irgendeiner Art oder vielleicht lässt sich ein Waffenladen, Zauberladen irgendwas kaufen, was sie verbinden lässt mit irgendwelchen Epics oder so. Also ich denke mal, auch gerade weil da viel Luft nach oben ist, kann das, wie Dortz das schon angedeutet hat, ziemlich gefährlich werden, was den Leuten, die eben Pilze kaufen können, nochmal einen ordentlichen Push gibt. Und also ich hoffe nicht, dass das der Fall sein wird. Also ich denke halt, klar, ich gebe dir da recht, dass das da noch Luft nach oben ist, aber was halt das erstmal das grundsätzliche Problem ist, ist, dass die überhaupt jetzt angefangen haben, die Grenzen aufzuweichen. Bisher war es ja wirklich so, Level-Ups gab es nirgendwo sonst außer im Spiel durch Spielen, beziehungsweise durch Inhalte, die man freigeschaltet hat. Und jetzt ist es erstmal so, dass du wirklich für direkt Geld direkt Erfahrung bekommen hast. Ob das jetzt funktioniert hat richtig oder nicht, sei mal, was ist ein anderes Thema. Das Problem ist aber, wenn es einmal gemacht worden ist, und ich glaube, wir haben zu Genüge gesehen, dass aus Zugzwang heraus alle mitgezogen haben. Jetzt sagen wir mal W50. Ja. Habe ich mir jetzt zum Beispiel das Paket geholt, weil ich jetzt wusste, ey, das gibt es gibt Level 300, ab, ne? Andere, 300 andere Spieler auf dem Server holen sich das auch. Das heißt, um überhaupt mithalten zu können, musste ich das Level Up mitnehmen, sonst wäre ich ja wieder ein Level Up hinten dran gewesen im Vergleich zu den anderen. Das heißt, es wird ein Zugzwang durch andere mitgeneriert, was schon mal so dieser erste Schritt ist. Und sobald Player merkt, hey, das kommt gut an, ob das jetzt aus Zugzwang ist oder nicht. Natürlich kommt es gut an, ne? Immens, weil ich meine. Also es kommt nicht gut an, ne? Aber es wird halt eben gemacht. Ne? Es ist halt sagen, immer, ich denke, das, Zugzwang halt, ne? Das größte Problem an diesem Paket ist, das Paket selber, es gibt sicher viele Leute, die freuen sich darüber. Ich meine, das Problem an diesen Paketen ist, dass sie nur temporär verfügbar sind. Ich glaube, wenn das ein Paket wäre, wie jetzt am Anfang, wir haben das Starterpaket, das Starterpaket, die Inhalte sind ja cool. Ich habe mich das erste Mal über diese ganzen Pakete sehr gefreut, über Ressourcen und so weiter. Aber das Gute daran ist, man kann sie sich immer nach und nach holen. Das Problem jetzt dabei ist, es sind temporäre Pakete und man sagt, man hatte dieses eine Wochenende, dieses zu kaufen. Und genau in dem zweiten Paket ist jetzt dieses eine Level-Up drin. Ne? Man kann sich für Geld die XP holen. Ich weiß nicht, inwieweit man sich da Gedanken gemacht hat darüber, dass in diesem Paket ein Level-Up ist. Aber das ist das Problem dabei, dass man halt, diesen, ne, wie Penny schon sagt, man hat diesen Zwang, jeder holt sich natürlich dieses Paket für das Level-Up. Und es gibt so dieses Wochenende. Ich habe nichts dagegen, wenn mal ein Paket mit XP drin kommt, weil XP sind toll in dem Spiel. Ein Level-Up dauert insane lange. Gerade ich habe jetzt auch angefangen, auf Gold zu spielen. Nur das Problem, was halt da war, ist halt, es ist nur temporär verfügbar. Ja. Das würde ich tatsächlich nicht mal als Kernproblem an der Sache sehen. Das Hauptproblem, was ich persönlich finde, ist halt, du hast einen positiven und einen negativen Effekt bei der Sache. So klar, die eine Seite freut sich auf jeden Fall über dieses Level-Up. Ne? Man nimmt das natürlich gerne mit, bringt einen selbst voran, es ist eine schöne Sache. So, auf der anderen Seite ist es halt aber, du, wie schon Penny gesagt hast, du öffnest damit eine Grenze, die vorher Nimmerlandsland, keine Ahnung. Also es war halt unbetretenes Gebiet quasi. Man durfte nicht an diese Erfahrung rangehen, weil es jetzt eine Ressource ist, die man sich durch Ingame-Käufe erkaufen kann. So, ne? Ja. Und das Ding ist, wenn es mal temporär ist, mal so, keine Ahnung, wenn das vielleicht ein-, zweimal im Jahr oder so vorkommt, ne, dann ist das eine Sache gut. Kann man mal machen vielleicht so, ne? Dann erkauft man sich da einen Vorteil, Gorgos. Ja, an der Stelle. Er will sich gerade noch mal kaufen, pass auf. Ja, das ist nicht Gorgos, ja. Aber das Ding ist halt so, durch dieses Gezwungene wird halt jetzt vermittelt, jo, das kommt bei den Leuten gut an. Wie oft können wir das jetzt machen? Das ist für mich jetzt so eine Art Ausreizen. Wie weit können wir gehen?
so ein Stück weit, um halt zu gucken, ja, wie weit geht die Community damit. Wie gesagt, bisher Gold konnte man sich, Greifendrache, Edelsteinmine, konnte man sich alles irgendwie erkaufen, so mit Pilzen. Erfahrung ist jetzt das einzige Mal, dass es, also das ist jetzt, ne, das allererste Mal, dass man sich quasi das erkaufen kann, so. Und ich weiß damals beim Kalender, als das kam und da das Level Up pro Monat kam, da haben wir auch schon gesagt, Digga, das ist einfach viel zu OP. Jetzt haben wir uns dran gewöhnt. So, wie weit wird das noch gehen, bis wir uns dann wieder mal irgendwann dran gewöhnt haben und das einfach Standard wird. Und vor allen Dingen dafür auch noch Geld bezahlen. Ich würde mal kurz mal nur wissen wollen, ob, also was Lieutenant sagt, weil er hat noch bisher gar nichts dazu sagen können. Also ich habe mit dem Erfahrungspaket nicht so ein großes Problem. Ich habe einfach ein Problem mit dem Bug und das kotzt mich an. Das meine Situation, ich weiß nicht, ihr habt das ja vielleicht irgendwelche Leute, die mich damals verfolgt haben, mitbekommen. Damals waren beide meine High-Level-Chars schon davon betroffen, dass ich über dieser Integer-Overflow-Position war und mit XP dadurch Level verloren habe und mich damals tierisch drüber aufgeregt habe. Und was ist jetzt passiert? Ich war zu diesem Zeitpunkt, der Grund, also das Paket war nur temporär verfügbar und ich habe keine Dungeons mehr offen. Ich war wieder mit beiden Chars drüber und was ist wieder passiert? Ich wurde wieder um 2 Level abgehängt. So, und das ist halt so ein Bullshit. Und jetzt kommt nochmal das Ding dazu. Ich dachte mir dieses Mal, wow, ich bin richtig schlau und hole mir das Paket nicht, weil ich weiß, ich bin drüber. Was passiert? Die extra Level kriegen nur die, die sich geholt haben. Heißt, dachte ich war schlau und habe aber dadurch noch mehr verloren, weil ich habe mir das Paket erst nach dem Fix geholt und diesmal war der Fix nicht für alle. Ja. Letztes Mal schon. Also ich finde, das Decision-Making von den Entwicklern ist absolute Kotze. Es ist schlimm. Also ich weiß, dass damals die deutschen Devs gesagt haben und auch die hier Alex und K.O. haben damals gesagt, ja, wir sind für den Reset zu 0 Uhr, weil es einfach unfair ist. So. Und die internationalen Devs, die haben aber gesagt, nee, die waren dagegen. So. Und diesmal scheint es nicht anders gewesen. Da wurde gar nicht drüber diskutiert. Es hieß einfach, ja, nee, die sich geholt haben, kriegen es den Fix, auch wenn sie keinen Nachteil dadurch hatten. Das heißt, die haben 3 Level bekommen. Ja, und die anderen halt, ja, nix. So. Und das finde ich halt, den Umgang damit finde ich einfach nur absolute Kotze. Klar, irgendwann ist das vergessen, irgendwann denkt man sich nicht mehr so, ach, damals, da habe ich ja 4 Level verloren. So, irgendwann ist es vergessen, aber ich finde den Umgang damit einfach absolut zum Kotzen. Und das kackt mich sehr an. Was halt schlimm ist, dass der genau selbe Fehler jetzt das zweite Mal schon vorkam. Und der genau selbe Fehler auch das zweite Mal so gefixt worden ist, wie es beim ersten Mal schon war. Und beim ersten Mal war der Aufschrei da schon groß gewesen. Warum wird es jetzt nochmal so gemacht? Es kommt mir so vor, als ob die Programmierer nochmal eine eigene Sparte für sich sind, die von den Community-Managern und den Promo-Aktivisten eigentlich gar nichts mitkriegen, sondern einfach nur ihr Ding da machen. So. Und ja, da muss vielleicht so ein bisschen die Connection ein bisschen anders hergestellt werden. So. Und da kommt dann auch wieder die Community ins Spiel, dass man da dann auch vielleicht ein bisschen mehr drauf hören sollte. Also ich finde, es brennt bei euch, das kann ich verstehen. Wir wollen bloß ein bisschen die Struktur halt halten, dafür soll ich ja ein bisschen aufpassen. Das sind jetzt zwei ein bisschen separate Themen. Ich würde jetzt nochmal gerne wissen, was Payne sagen wollte, wo ich dann Lieutenant das Redethema, aber das Thema Bug haben wir auf jeden Fall auch separat aufgeschrieben, dass wir darüber nochmal reden wollten. Okay, mein Punkt war es, den ich noch dazu zu den Paketen bringen wollte, und zwar: Die Tatsache, dass die temporär verfügbar sind, ist die eine Sache. Was ich schlimmer finde, ist, dass das gekoppelt ist, dass du jedes Paket vorher holen musst, um das nächste Paket freizuschalten. Weil das fühlt sich meines Erachtens nach danach an, nee, ich suche mir nicht das raus, was ich jetzt am besten gebrauchen könnte. Sagen wir mal, ich möchte jetzt nur das Paket mit dem Level-Up haben oder nur das Paket mit den Seelen drin und kaufe mir das dann. Was dann für mich für den Monat zum Beispiel gereicht hätte, nehmen wir mal an, es wären 25 Euro gewesen, das Paket hätte für den Monat gereicht. Nur als Beispiel jetzt mal. Aber die Tatsache, dass ich mir jetzt durch die Bank weg durch ein 5er, ein 10er, ein 25er und so weiter Paket kaufen muss, nur um dann später bei diesem, sagen wir mal, ich möchte das 50er Paket haben, was für mich jetzt am relevantesten wäre, muss ich vorher noch die 40 Euro ausgeben, um beim 50er Paket anzukommen, was ich eigentlich nur haben wollte, fühlt sich für mich an wie ein Aufbauschen von dem, was man eigentlich hat. Also das ist schon fast eher in die Richtung gelenkt. Man kennt es aber von einigen anderen Spielen auch, wo das auch schon der Fall ist. Aber das fühlt sich an, als wollen sie einfach nur noch das Geld aus der Tasche ziehen. Meines Erachtens. Das andere Problem mit den Paketen war auch, ne, ich glaube, ich weiß nicht, ob man sich darüber Gedanken gemacht hatte, aber dadurch, dass wir diese Sommerpakete das Wochenende haben die aber die normalen Pakete deaktiviert.
Weiß nicht, ob ihr es auch auf dem Schirm hattet, aber zum Beispiel bei unserer Gilde gab es einige Leute, die das 250er und 300er Paket dieses Wochenende holen wollten und extra darauf gewartet haben. Ne? Jetzt gab es auch nur die Sommerpakete und die Pakete, auf die sie jetzt über einen Monat lang gewartet haben, sind nicht verfügbar. Man wurde darauf nicht vorbereitet. Es wurde nirgendwo gesagt, dass die Pakete deaktiviert sind. Und dann irgendwann hat man, glaube ich, nur im Discord gelesen, dass Leander geschrieben hat, die sind ab Montag wieder verfügbar. Aber was ist denn Montag nicht? Eine Pilzaktion. 20%-Aktion. Ja, das stimmt. Und das es kann nicht sein. Und ich finde, da müsste man aber auch direkt entgegenwirken sagen, okay, wir ziehen das Event noch einen Tag weiter hinaus auf den Montag, aktivieren da die normalen Pakete und die Sommerpakete raus, damit die Leute, die extra gewartet haben, da ihre Pakete nochmal holen können und nicht einen Monat warten müssen bis zur nächsten Aktion. Weil einfach viele Leute haben halt ihre Chars so taktisch gespielt, damit man sich genau dann das Paket holt, weil halt nicht jeder jeden Monat direkt sich genug aufladen kann, sondern weil man sich so plant halt. Ne? Man weiß halt, da ist die Aktion. Also so eine Disbalancen dürfen halt nicht vorkommen so, ne? Die Leute recyceln jetzt schon die Pakete. Es sind ja nicht mal neue Pakete, die sie anbieten. Es sind ja die exakt selben Pakete. Also da wurde sich jetzt schon weniger Mühe gemacht. So, ne? Ist klar, neues Design so für die Pakete so. Erstmal das. Aber wenn man mit diesen recycelten Paketen schon Unmengen an Geld verdienen möchte, dann sollte das auch wenigstens alles ordentlich und parat und gefixt vorher sein. Und da könnte man direkt nochmal zum nächsten Thema kommen, so, wo man dann sagen könnte, so Updates vorher testen. Es gibt einen Beta-Server, da ist, ja, hatte ich auch schon einmal im Video gesagt, so, warum testet ihr da nicht eure neuen Sachen drauf? Aber da habe ich selber später dran gedacht, der Beta-Server ist ja eigentlich nur für das neue Backend. So, da ist ja schon dieses neue Backend, damit spielt der Server ja schon drauf, ne? Aber so eine Sachen, dass sowas jetzt nicht mehr vorkommen darf, wie zum Beispiel dieser Level-Bug, ne? Oder dass das Paket man sich nicht kaufen kann und damit erst warten muss, bis wieder Montag ist. Ja. Dass die 20%-Aktion vorbei ist, so, das ist halt erstmal komplett stupid. Das kann auch nicht die Intention von Playa sein. So, und dass dann so jemand wie Leander dahingestellt wird und sagen muss, ne, ihr könnt euch das erst kaufen, wenn die 20%-Aktion wieder vorbei ist, das ist komplett stupid und auch für Playa, wie gesagt, kann nicht deren Intention dahinter sein. Und da auf jeden Fall mein Anliegen ganz, 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 ganz doll auf jeden Fall, sucht euch Leute, die das testen vorher, ein Kreis, sagen wir mal von 5 oder 10 Leuten aus der Community, die schon wirklich Jahrzehnte dabei sind, oder lasst das Admins sein von der SF-Taverne so, die ist ja jetzt schon im Spiel verankert, ist da jetzt schon mit drinne so, ne? Da sind sehr fähige Leute, die schon Jahre mit dabei sind und die auch Kenntnisse von Programmieren und sowas haben. 5 bis 10 Leute, die müsst ihr ja nicht mal bezahlen. Das machen die alle freiwillig so. Ein Testserver, wo keiner drauf Zugriff hat, außer die Leute. Ja, das mal hinstellen. So, ihr habt keine Kosten dadurch, außer vielleicht so ein Testserver, aber ihr müsst die Leute ja nicht mal bezahlen. Und dann kommt sowas auch nicht mehr vor. Und dann ist der Shitstorm im Nachhinein auch deutlich geringer. So, das ist mein Lösungsvorschlag für die Zukunft, damit sowas auch nicht mehr vorkommen kann. Oder? Genau. Ja. Also ich weiß ja selbst nicht, wie so ein Fehler überhaupt passieren kann. Ich weiß auch nicht, wie man sowas programmiert, aber das irgendwas muss ja passiert sein. Ich meine, man bringt ja sowas nicht ins Spiel und hofft dann, dass es klappt. Ich weiß ja auch. Es ist ein Programmiercode-Fehler, der damals auch schon mit dem. Aber genau derselbe Fehler. Ich meine, wurde da gar nichts gemacht. Es ist halt wirklich, wirklich komisch. Das ist ja. Aber wie sagst du schon, das kann, sowas darf halt nicht passieren. Das waren vielleicht andere Umstände einfach, dass sie nicht gewusst haben, dass genau dieser Fehler auch. Ja, und deswegen, das, was Dorza sagt, das vorher ausgiebig testen, damit das nicht passieren kann. Weil das Schlimme ist halt, dass wir echt Geld investieren und es dann passiert. Ja, damals ist es halt wegen diesem Kalender-Level-Up das erste Mal so passiert, ne? So, jetzt ist es aber das erste Mal passiert, weil man sich Erfahrung kaufen konnte. Aber man muss ja aus der Vergangenheit lernen, wenn irgendwas das erste Mal in Shakes & Fidget passieren wird, dann muss man es vorher testen. Nein, das ist auch gar nicht möglich, dass damals der Kalender, was der Kalender macht, ist genau die gleiche Programmierung, was das Level-Kauf macht. Es ist genau der gleiche Inhalt. Und da wollte ich sagen, also deshalb wollte ich sagen, die Entwicklung von Shakes & Fidget, ich hätte nicht gedacht, dass es sich eigentlich aber anscheinend positiv entwickelt bei diesen ganzen Problemen, die immer wieder auftreten. Weil das ist halt einfach nur typisch, dass dieses Problem, das ist das beste Beispiel, es wurde noch keine Lösung dafür gefunden und es wurde vielleicht sogar vergessen, dass es da wieder Probleme geben kann. Und das sind eigentlich Sachen, die
dazu führen können, dass eigentlich Spieler aufhören. Und trotzdem gibt es noch so viele Spieler, die halt nach wie vor, wie Luti schon gesagt hat, man vergisst es selber irgendwie, man gewöhnt sich dran, man spielt halt weiter. Ja, und das ist halt das extrem Krasse, dass es für Shakes and Fidget prinzipiell trotzdem so gut läuft, obwohl immer wieder solche Probleme, Bugs auftreten, wie ihr sie gerade geschildert haben. Und das finde ich immens interessant eigentlich, also blöderweise, dass das so weitergehen kann und auch wahrscheinlich so weitergehen wird, wenn da nicht nochmal Druck von außen kommt, ja. Ich denke mal, wir sind da halt einfach, also wir kennen uns alle gegenseitig so, die SF-Taverne, wir sind ja jetzt nicht gerade so die Spielerschaft, die Unmengen an Shakes and Fidget-Spielern ausmacht, ne? Wir sind ja wirklich nur eine kleine Nerdblase da in unserer SF-Community, ne? Und ja, da gibt es ja weltweit so viele Spieler, die gar nicht wissen, dass es überhaupt Shakes and Fidget Let's Plays und sowas gibt und die sowas gar nicht hören. Also wie gesagt, wir selbst, wir schreien am lautesten und denken, jeder kriegt es mit, aber eigentlich leben wir ja nur in unserer eigenen kleinen Community so und deswegen kann es denen am Ende des Tages auch egal sein, aber wir sind halt die Community, die am meisten Wert auf das Spiel legt so und vielleicht sollte man dann auch ein bisschen mehr Wert auf uns legen, was das denn angeht. Ich meine, wir spielen das Spiel ja auch, ne? Alles schon seit keine Ahnung wie vielen Jahren. Ich meine, ich spiele das seit 12 Jahren. Ich meine, wie lange spielt ihr das? Ich meine, jeder von uns spielt das schon gefühlt den größten Großteil unseres Lebens. Am Ende des Tages ist es halt so, die SF-Community, diese Blase, die ich angesprochen habe, das sind halt auch die Leute, die meisten Fehler, Bugs und sowas im Nachhinein rauskriegen, damit die das Spiel angenehmer machen für alle Leute, die gar nicht wissen, dass es uns gibt. Ja. So, und da sollte man dann vielleicht ein bisschen hellhöriger werden, damit man sich das Image nicht ganz bei uns so versaut, weil so macht es den Eindruck, ja, da wurde jetzt gar nicht irgendwie an das Problem irgendwie rangegangen oder so, wenn es derselbe Fehler nochmal ist und dasselbe Decision-Making nochmal gemacht worden ist, nachdem der Fehler aufgetreten ist. Das zeigt ja auch, dass es in Zukunft weiterhin so sein wird. Ja, also momentan ist, glaube ich, der Grund, was Han Rizal sagte, ja, dass das Spiel trotzdem gut läuft. Ich glaube, das liegt daran, dass der Bug nicht schlimm genug ist. Aber wenn ich mir jetzt angucke, wenn das passiert mit 10 Leveln, dann weiß ich, die gehen damit genauso um. Die machen das Gleiche. Die geben der Hälfte der Spieler 10 Level oder 100 und der anderen nicht, weil dieser Umgang, der uns jetzt zweimal gezeigt wurde, der wird immer so sein. Mit jedem Bug, mit allem, was passiert, wird es den Programmierern nicht gesagt, was die Community will, sondern das entscheiden einfach irgendwelche internationalen Devs und dann wird es gemacht. So. Und es ist scheißegal, was für Spieler davon betroffen sind. So. Und es muss nur irgendwann einen Bug geben, der so schlimm ist. Es kann ja auch passieren, dass durch einen Bug irgendwelche Chars verschwinden. So, dann bist du ja auch raus. So, aber so. Es ist ja einfach noch nicht so schlimm gewesen, weil es ja nur ein, zwei Level waren. Und ich glaube, deswegen ist es denen momentan noch scheißegal. Ich würde halt auch sagen, dass du, egal welcher Bug es jetzt sein mag, keine Ahnung, verlierst meinetwegen 1000 Skillpunkte oder so. Kann ja sein, wenn das nächste Paket kommt, kannst dir 500 Skillpunkte kaufen für 100 Euro oder so. Dass es da auch Probleme geben könnte, mal dahingestellt, ob es jetzt realistisch ist oder nicht, aber das Problem, was ich jetzt sehe, ist, wenn du ein Problem hast mit einem Spiel, egal wie ausschlaggebend es ist, dann sollte der Weg, der da zum Fixen oder zum Entschädigen führt, immer der gleiche sein und nicht jedes Mal anders geregelt sein. Also wird sich da jetzt, wie vorhin schon angesprochen, so ein Server-Rollback quasi auf 0 Uhr für alle gleich. Es hat ja keine Auswirkungen für irgendjemanden. Es ist ja wirklich, es gibt keinen Grund, jetzt meiner Ansicht nach, der dagegen sprechen würde, dass du alle Spieler auf den gleichen Stand wie zu 0 Uhr zurücksetzt. Weil jeder dann wieder die gleichen Startvoraussetzungen hast. Ob du dann Zeit hast, um deine Alu an dem Tag noch zu spielen, weil du, sagen wir mal, früh um 1 deine Alu schon geklickt hast, weil du sonst keine Zeit hast, ist ja was anderes. Klar, ist jetzt auch nicht unbedingt angenehm. Aber die Ausgangsposition ist danach für jeden das gleiche und egal bei welchem Problem das auftritt, es wäre immer die gleiche Herangehensweise und keiner könnte sich beschweren, dass es unfair wäre. Was ich mir vorstellen kann, was das Problem dabei ist, jetzt aus Seiten der Entwickler, ist wahrscheinlich, dass diese ganzen Zahlungen schon durchgegangen sind und man müsste wahrscheinlich manuell diese ganzen Zahlungen wieder gutschreiben. Und ich weiß ja nicht, wie viele das sind und vielleicht wird sich dann dieser Aufwand nicht gemacht, aber es wäre halt wirklich, wie du schon sagst, dieser Rollback auf 0 Uhr wäre die einfachste Option für jeden gewesen. Und dann soll es nochmal durchgehen. Und klar, dann haben wieder Leute dadurch Nachteile, weil sie schon in irgendwelchen Fortschritt gemacht haben oder vielleicht geblättert haben oder irgendwas. Aber es ist, ich finde, der Fortschritt, der dort verloren geht, ist nicht so immens wie eine XP-Differenz jetzt von 1,5 bis 4,5 Milliarden XP. Und damit wären bestimmt über 90% der Community mehr
gut gewesen, als so wie es jetzt aktuell ist. Was ich selber schade finde, muss ich sagen, ist, dass die Kommunikation da auch irgendwo fehlt, weil man hat ja nirgendwo in-game oder irgendwo eine Nachricht darüber gehabt, dass dieser Bug aufgetreten ist oder dass es da irgendwas gelöst wird oder irgendwas. Das hat man ja nur herausgefunden, wenn man sich ein bisschen über andere Quellen und Sachen informiert hat. Sei es jetzt bei Dorts oder das Video geguckt oder im Forum geschaut, aber ne? Ja. Aber die Frage ist, wie viele Leute nutzen denn aktiv die anderen Sachen? Also jetzt, wo du das so sagst, ist echt krass, wenn mir fällt kein anderes Spiel ein, wo du nicht sofort eine In-Game-Mail bekommst oder eine Info. Jo, hier ist der und der Bug oder so, oder der und dem Bug haben wir gerade gefixt, oder pass auf, ne, hier ist das, mach das nicht. Ich kenne kein anderes Spiel, wo die Spieler nicht benachrichtigt werden. In SF ist es das einzige Spiel, wo du völlig davon abhängig bist, dich extern zu informieren. Aber also, gut, wie viele Browser-Games spielst du sonst noch? Also, ich rede jetzt nicht von Browser-Games, also mir fällt es jetzt... Ich glaube, in der Sparte ist es nicht so üblich tatsächlich. Ja. Aber ist auch bei, also jetzt mal angenommen League of Legends, weil es mir gerade einfällt, selbst bei League of Legends hast du, gut, du wirst benachrichtigt, wenn ein Champion deaktiviert wird, aber es ist auch so ein kleines Zeichen. Aber es sei mal dahingestellt, die Sache, was man eigentlich positiv bewerten könnte, wäre, dass man sagt, hey, wir haben jetzt zum Beispiel Event-Nachrichten, die jetzt mittlerweile rausgedrückt werden. Was jetzt auf einmal so mindblowing klingt, aber es ist ja eigentlich sowas subtil Einfaches für einen Entwickler. Und sowas das Gleiche könnte ich mir auch gut vorstellen mit, dass man generell mehr auf diese Ingame-Post umschwenkt und da wenigstens dann den Forum-Link, wo das gerade beschrieben worden ist, dann sagt, bei Problemen oder bei Ankündigungen für Events, dass die automatisch kommen und nicht einer aus der Gilde schreibt in eine E-Mail, ich habe gerade im Forum gesehen, dass dies und das. Und das da muss ich auch sagen, da weiß ich noch, da hatten wir uns noch vor Server wie 50 starten, weiß ich noch, wie wir und die meisten Community sich beschwert hatten, ne, dass die Serverstart zum Beispiel nicht früh genug angekündigt werden. Aber da hat man auch gesehen, dass Player daraus gelernt hat und jetzt wirklich immer die nächsten Server schon 2 Wochen vorher ankündigt. Und das zum Beispiel wiederum finde ich ist schön, dass man da gehört hat, diesen Schritt gemacht hat. Das gleiche mit den Events auch, ne? Ja, und mit den Events, ja. Das ist es ist nicht alles negativ, ne? Und wir geben ja auch nur Kritik, die am Ende dem Spiel, das wir ja hier seit Jahren spielen oder weiterspielen möchten, voranbringt. Ja, ich sehe den besten Schritt, aber wie ihr es auch schon teilweise erwähnt habt, nicht in dem Umgang, also mit dem Bug, sondern man muss sich ja vorstellen, die Leute sitzen da in der Runde. Und dann haben die irgendwann mal gesagt, das Sommersammelserum endet ja bald, was wollen wir noch machen? Ach komm, wir schalten mal nochmal die alten Pakete frei. Ja, also es kommt dir einem so vor, sie müssen ja eigentlich genügend Zeit gehabt haben oder das geplant haben, um das wirklich zu testen. Normalerweise, aus meiner Sicht, es kommt jetzt so vor, als würde es halt nicht gemacht. Und mal fragt man sich halt, warum. Und da hat man, glaube ich, mehr Potenzial, das einfach... vorbeugend einfach eben zu nutzen mit allen Möglichkeiten, die man hat. Selbst auf Server 1 hätte man einfach sagen können, eine Woche vorher kommt man, schaltet mal neue Pakete frei oder die Pakete nochmal neu frei und guckt mal, was passiert. Also das wurde ja schon früher gemacht teilweise, ne? Dass gewisse Sachen auf Server 1 vorher aktualisiert wurden, um das zu testen. Also ich meine, das ist ja auch, es ist ja immer so, ne? Wenn ein Update kommt, dann wird es ja immer vorher auf S1 getestet, bevor es auf allen Servern dann aufgespielt wird. Und ich finde halt, das ist schade, weil ich glaube, ein bisschen auch das Gefühl habe, dass diese Problematik mit den XP auch damals schon, dass das Verständnis zumindest ein bisschen fehlt, warum sich manche Leute darüber so aufregen können. Ich glaube, das Verständnis fehlt so ein bisschen bei den Entwicklern, weil irgendwo das Thema ist, ja, wie Payne das vorhin gemeint hat, die sehen, okay, die Pakete wurden von 80% der Spieler auf dem Server gekauft und von 75% und im Schnitt vielleicht von auch von den aktiven Spielern, sage ich mal, über 50%, dann denken die, boah, ja, waren gute Aktionen, war erfolgreich. Das bleibt stehen, aber dieser Bug speziell oder die Problematik mit den XP ist, glaube ich, wird den nicht aufdrehen. Und das ist der Grund, warum ich sage, das wird man nicht darüber lösen können, sondern wirklich über die Prävention eher. Ja, man kann das, ja. Nee, jetzt, wo Handlöse das sagt, wenn ich nochmal überlege, stellt euch mal vor, die XP wären erst im 100-Euro-Paket drin und müsste sich die alle vorher holen. Ich glaube, das wäre schlimm. Also so jetzt mit dem fünften Finger, das ist, glaube ich, der Grund, warum ich damit nicht so ein Problem hatte. Auch wenn es nervig ist, weil ich es mir auf beiden Servern holen muss. Oder jemand, der jetzt viel mehr Char spielt, muss es sich halt auf allen holen. Aber wenn ich mir jetzt nochmal vorstelle, jemand
dieses Paket ist im 50- oder 100er Paket drin, denkt sich auch so. Dann wäre vorbei geil gewesen. Das ist fein, danke dafür. Ja. Ich muss ja auch an der Stelle mal sagen, ne? Ich bin ja sponsert, das wissen ja die meisten, ne? Aber trotzdem zum Beispiel habe ich trotzdem auf Manchas dann Pakete oder die Pakete geholt, das 5er und das 10er, und das tut dann schon weh. Da hätte ich mir auch gewünscht, dass es nur im 5er zum Beispiel gewesen wäre. Aber nein, ich muss erst das 5er holen und dann das 10er. Und richtig, das merkt man dann schon auf drei Servern. Das ist halt addiert, das ist halt. Aber das, also von mir aus dürfen die nie, also die dürften das theoretisch nicht mehr so machen, dass die gekoppelt sind an irgendwelche Preise, dass das wirklich nacheinander erst freigeschalten wird. Das ist, meiner Meinung nach, ist das wirklich nur noch Geldmacherei. Da gibt es keinen entsprechenden Grund, weil der sagt, ja, das Balancing gibt es sofort oder sowas. Es gibt keinen spielerischen Aspekt, der das vertreten würde, sag ich mal. Ich habe ja auch gedacht, dass teilweise die, also gut, beim ersten Paket vielleicht nicht, aber beim zweiten Paket habe ich mich auch gefragt, normalerweise heißt es ja, das kannst du nur bis Charakterstufe 120 kaufen. Im normalen Feld, und ich finde halt schon, ich fand es persönlich für mich ganz cool, muss ich sagen. Ich war nicht betroffen, ich habe den Bug auch gar nicht mitgekriegt erst. Fand ich es krass, dass es halt geht, aber eigentlich hätte man nach den normalen Regeln spielen müssen und sagen, Paket 1 und 2 geht halt nur, wenn du auch in dem entsprechenden Stufenbereich bist. Ja. Oder sie hätten sich von Anfang an dann die eigenen Regeln halten sollen, so dass diese einmaligen Pakete einmalig bleiben. In der Form, ja. Das ist halt eine Sache, da haben sie sich halt selbst wieder widersprochen. So, ne? Gut. Ich wollte nochmal ein ganz also, passendes Beispiel vielleicht so dazu bringen, ne? Dass diese ganze Aktion wahrscheinlich gut läuft, so, aber es einen bitteren Beigeschmack hat. Da kann man das vielleicht so ein bisschen besser verstehen, dass das Player so vielleicht ein YouTube-Video hat, ne? Das hat ganz, ganz viele Aufrufe, so, das ist super, super geil, kommt super an bei denen, aber die haben die positive und negative Bewertung ausgeschaltet, so, weil sie sich das nicht geben wollen vielleicht so, ne? Weil am Ende des Tages, so, die Resonanz stimmt, aber wie halt das Like-Dislike-Verhältnis aussieht, das kriegen sie, glaube ich, nicht ganz so mit. So, und das ist ein bisschen schade, muss ich sagen. Also die Analogie ist quasi, die Zahlen stimmen, aber die Meinung bzw. die Gefühlslage dazu ist halt irrelevant. Also, ich bin ganz, ganz fester Vertreter davon, man darf sich Erfahrung nicht kaufen können. Das ist ein ganz, ganz doller Eingriff. Und es ist, wie gesagt, das erste Mal jetzt so gewesen, und ich hoffe nicht, dass das nochmal vorkommt und vor allen Dingen auch nicht so schlecht vorkommt, dass dadurch Bugs entstehen, wo Leute sich auf alten Servern oder in der internationalen, ne, warum gibt es eine internationale Rangliste? Weil die kompetitive, die Kämpfe dort sehr, sehr, ja, die legen da halt sehr viel Wert drauf. So, warum ist die internationale Ehrenhalle da? So, weil sich Leute über Jahre, Jahrzehnte ein Battle liefern. So, natürlich hängt denen da auch viel dran. So, und wenn die jetzt von so einem Bug betroffen sind und der andere eben nicht das hat, dann wirft das den einen auf den anderen ein Jahr, wenn das mal reicht, zurück. So, jetzt bestes Beispiel. Ich hatte zum Beispiel nichts bekommen. Ignil habe ich heute getroffen, der hat 3 Level davon gehabt. So, Ignil ist irgendwas Stufe 600 noch was, ich bin 500 irgendwas in der 70er. So, ne, ich habe immer ein bisschen, peu à peu, habe ich immer ein bisschen auf ihn aufholen können, weil ich halt noch ein bisschen mehr Erfahrung bekomme als er. Jetzt hat er aber einfach mal 3 Milliarden Erfahrung bekommen und ich halt eben, ne, nur dieses Standardmäßige. Oder er hat sogar noch mehr dadurch bekommen, wenn ich jetzt mich nicht irre. 3 Level hat er gemacht, ich habe nur 1 Level gemacht. Ja doch, 3 Milliarden. Drei Milliarden. Und dieses peu à peu, was ich mir jetzt über die Jahre so ein bisschen immer aufgebaut habe, ne, so wie es ja sein soll, er kriegt halt weniger, ich krieg halt noch ein bisschen mehr. So, das ist halt jetzt komplett weg. So, das ist, und deswegen regen wir uns auf. So. Ja. Nee, und das muss auch klar werden. Das muss ein höheres Gewicht haben, einfach bei den Entwicklern. Und egal, bei welchen Geschichten es geht. Ne? Also, aber ja, das ist ein sehr krasses Beispiel auf jeden Fall. So, also, wenn ich euch mal kurz unterbrechen dürfte, ich hätte noch 3 Sachen. Es ging ja vorhin um die Pakete. Also, gibt es eigentlich ein 100er Paket? Und wenn nicht, würde irgendwas dagegen sprechen? Oder wenn nicht, was könnte man für so ein 100-Euro-Paket dazu tun? Es gibt eins, kann ich schon mal sagen, deshalb braucht man darüber nicht reden. Ja, dann habe ich das nie mitbekommen. Okay, gut. Die Free-to-Play-Period kennst du ja auch nicht, aber es gibt halt eine Anleitung, beziehungsweise kannst du dir das angucken. Okay, das andere wäre halt, ich glaube, Basti war das, mit dem Sommer-Sammelsurium oder so. Das ist ja auch relativ neu. Das könnten wir eigentlich auch noch besprechen. Vielleicht welche Belohnungen man noch dazu hinzumachen könnte, welche Vorteile, sag ich mal,
die Pilze haben, vielleicht zu den anderen. Ja, wir werden noch andere Themen bereden, aber wir waren ja... Ich meine nur... Also ich denke mal, wir waren noch weitestgehend fertig mit dem Teil jetzt. Oder, also XP und Bugs prinzipiell. War ein langer Teil, ja, war aber musste angesprochen werden. Richtig. Es ist das, gerade, es gibt viele von uns haben halt schon High-Level-Chars und mittlerweile kann ich selbst sagen, ich spiele einen High-Level-Char und mich hat es halt auch getroffen, ne? Und da viele denken halt auch, ne, dass man wird ja gesponsert und dann, das juckt ja einen nicht, aber doch, es betrifft einen auch selber und es kotzt mich auch selber an, ne? Und ich sag das auch, ich find's sehr blöd, wie es gelaufen ist. Wenn ich auf meinem Server gucke, ich spiele einen Berzi, ich bin da auf Rang 1 und andere Spieler holen jetzt im Level auf durch diesen Bug, haben 2 Level mehr und diese XP komme ich auch so einfach nicht mehr. Ich habe auch selber jetzt keine Dungeons mehr offen und das sind 3 Milliarden XP, die sie einfach geschenkt bekommen haben, wo ich mir denke, like, what the fuck? Das kann nicht sein, das darf nicht sein. Das muss in Zukunft besser laufen. Aber da hat dort ja Ideen für gebracht. Das war bei mir jetzt dann zweimal so. Ich habe also insgesamt quasi 6 Milliarden XP verloren gegenüber meinen Mitspielern. Ja, ich habe auch damals schon Level verloren, als dieser Bug schon mal aufgekommen ist. Da haben andere Level abbekommen. Aber ich muss auch sagen, ich habe auch durch eigene Dummheit schon 2 Level verloren. Nämlich einen Tag vor Kalenderlevel ab nicht eingeloggt. Aber da bin ich selber schuld. Da bin ich selber schuld. Der typische 19er. Ja. Aber da sollte es ein Kompor geben, dass man mal, wenn man sich den Tag nicht einloggt, dass trotzdem dann gut geschrieben wird. Aber das ist eine andere Sache. Da bin ich selber schuld. Um das Thema vielleicht kurz abzuschließen. Also was für mich vielleicht noch relativ wichtig wäre, ist gerade, also wir hatten es ja schon gesagt, Updates sollten besser getestet werden. Da würde zum Beispiel reinspielen, ist Server 1 ist eh so weit von allen anderen Servern leveltechnisch entfernt. Gebt denen die Updates doch einfach eine Woche früher. Nicht einen Tag vorher, dass es am Donnerstag implementiert wird, sondern am Freitag. Weil ich finde, Server 1 ist so weit von allem abgeschlagen. Mhm. Wenn du auch redest mit den ganzen Leuten, die in der internationalen Ehrenhalle sind vom Gilden. Man könnte aber auch jetzt mal, ich weiß nicht, inwieweit das möglich ist, aber könnte man jetzt nicht zum Beispiel Server 1 nehmen und eine 1:1 Kopie von Server 1 jetzt erstellen, den umbenennen in Server 1 Test. Alle Spieler von Server 1 können sich dort einloggen mit ihren Passwörtern, es können sich vielleicht auch keine neuen dort erstellen und diese Leute können auf diesem Server speziell dann immer zu den Tests das machen. Und sagen wir, selbst wenn es neue Pakete gibt, dann sind die dort vielleicht auch umsonst, aber mit derselben Funktion, damit man es einfach testen kann, wie da was funktioniert. Aber dann hätte ich halt diesen kleinen ausgewählten Kreis auf einem Privatserver, denn da müssen ja nicht Hunderttausende drauf spielen, sondern es reichen ja auch, weiß nicht, wenn du vielleicht eine Gilde voll machst, so. Ne? Oder es müssen halt vielleicht nicht mal eine Gilde voll sein, können halt, wie gesagt, auch nur 10 wirklich sehr krass ausgewählte Leute sein, so, ne? Also, ja, und da so eine Sachen testen, das würde ja schon reichen, so, ne? Ja. Und die würden sich dann halt verpflichten zur Schweigepflicht, so, dass die dann nichts leaken dürfen, nichts zeigen dürfen, so. Und dann kann man da halt auch Sachen schon vorher testen, so, bevor es halt jetzt zum Beispiel S1 sieht, ne? Das ist ja auch immer so das Ding, weil sie ja auch die Updates nicht leaken wollen. Vorher ist ja auch verständlich. Und deswegen halt so ein Privatserver, wo ausgewählte Leute mit Schweigepflicht drauf spielen. Ich denke halt, umso größer der Kreis von Leuten ist, die du testen lässt, desto eher findest du Bugs. Weil selbst wenn das jetzt 5 oder 10 Leute sind, die Programmierer sind, aber irgendwann kriegst du so eine Art Betriebsblindheit, sag ich mal, für das Game. Und dann testest du vielleicht nicht mehr die Dinge, die jetzt jemanden... ein Casual-Spieler testen würde, weißt du? Weil für dich ist das eine normale Angelegenheit, aber für Casual-Spieler zum Beispiel, die sehen das Spiel nochmal ein bisschen anders oder benutzen es ein bisschen anders als wir. Könnt ja auch quasi Leute für ein gewisses Quartal oder so auch vielleicht mal quasi einladen. Aber das muss halt natürlich, das funktioniert nur, wenn du auch eine komplexe Planung hast. Und das wissen wir alle nicht, wann, was, wie entschieden, geplant wird, ist schwierig zu sagen. Ne? Aber ja, würde Sinn machen. Okay, ich denke, damit haben wir das Thema Pilzpakete und Pilzbugs und XP-Bugs erstmal abgeschlossen. Ich würde sagen, wir wechseln dann hiermit zu einem anderen Thema. Gibt es da jemand, der speziell etwas direkt ansprechen möchte, was auf dem Herzen liegt? Ansonsten würde ich was ansprechen. Ich würde dir den Vortritt lassen. Dorsa vielleicht?
Dort hier hast du noch was. Tut mir leid, ich hab ja schon alles, was ich Bist du denn zufrieden mit dem Abschluss jetzt so? Ich lehne mich jetzt zurück, ihr könnt jetzt gerne machen. Okay. Ich bin komplett zufrieden. Let's go. Okay. Jetzt, the stage is yours, wie Uri Geller sagen würde. Dann hab ich dem Hintergrund, was mir auf dem Herzen liegt, was ich auch jetzt wieder gerade gespürt habe als Gildenleiter. Für alle, die es nicht wissen, ich denke, die meisten wissen es, aktuell führe ich die Holzverlöte auf W50. Nee. Und es ist meine doch! Ja. Also ich habe den Server. Machst du damit dort an der Gilde? Wer ist das? Spielst du da auf W50? Hast du einen Code? Störzer 69. okay, jedenfalls das Thema dreht sich um das Gildenpad. Und das Problem, gutes Thema. Das ich mit dem Gildenpad habe, es ist nicht mal das Gildenpad an sich. Es gibt ein paar Sachen, die am Gildenpad stören. Erstens, dass das Aufleveln vom Gildenpad Pilze kostet. Weil es gibt viele Spieler, die halt gern Free-to-Play spielen und da auch wieder gecapped sind am Gildenpad und man dadurch als ganze Gilde halt an Fortschritt verliert. Das ist jetzt für uns zum Beispiel als 300 Alu-Gilde nicht das Problem, weil jeder ist bereit dazu, die Pilze zu investieren, das zu leveln. Nur mal so nebenbei, das wäre in Ordnung, wenn das einfach exponentiell mehr Gold kosten würde mit dem Level halt. Wie halt Skillpunkt im Spiel. Das muss jetzt nicht unbedingt Pilze kosten. Ich finde es auch gut, dass das Gildenpad mittlerweile nur noch einen Angriff am Tag braucht und nicht fünf Angriffe, wie als es rauskam. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt kommt das wichtige Thema. Das muss gehört werden. Das ist ein Bug im Spiel. Das geht nicht. Bevor das kommt, noch mal anderes. Es wäre auch schön, wenn es eine Anzeige gäbe, gildenintern, wer am Tag das Patch schon angegriffen hat. Ich meine, mittlerweile hat man auch im Kalender stehen, greift ein Gildenpad an. Das ist schön, wenn ein Spieler das weiß, aber als Gildenleiter wäre es schön zu sehen oder ganzen Gilde, wer hat es angegriffen und wer nicht, weil ich bin sicher, dass das sehr viele am Tag nicht angreifen. Und es ist ein sehr wichtiger Teil des Spiels, weil das Gildenpad, jeder Kopf bringt sehr viel XP am Tag und es ist auf dem Main-Server ist die Daily-Mission bestimmt wie viel 10, 20 Alu verhältnismäßig und das ist schon hat einen riesen Impact. So, aber was stört mich nun aktuell im Gildenpad? Nämlich die Attribute-Verteilung des Gildenpads. Nämlich ist es so, dass die ersten 25 Spieler in der Gilde von oben nach unten das Gildenpad ausmachen. Und nun ist es mittlerweile so, dass Top-Gilden damit jetzt eine spezielle Taktik fahren. Nämlich werden Spieler zu Office ernannt, die dasselbe Hauptattribut haben, damit das Gildenpad am meisten davon profitiert. Heißt also jetzt, in anderen Gilden zum Beispiel sind jetzt 24 Leute Offi, die alle einen Krieger und einen Kampfmagier spielen, weil sie einen Stärketrank haben. Und damit, das Ganze wird jetzt ist ja ein Feature, damit das Gildenpad stärker wird. Und jetzt wird mir als Gildenleiter zum Beispiel gesagt von anderen Mitspielern, Terra, warum machst du nicht jetzt 24 Leute Offi, damit unser Gildenpad stärker wird? Das müssen wir ja machen als Top-Gilde, weil, und da finde ich, das darf nicht sein, dass dieses Gildenpad so berechnet wird, dass der Offi-Rang ein Gildenpad-Rang wird. Das kann nicht sein. Und da muss was gegen getan werden, wie die Attribute vom Pad berechnet werden. Nämlich, weiß ich nicht, unabhängig von der Klasse auf jeden Fall. Und nach den ersten Top 25 Spielern. Von den Top-Spielern, aber unabhängig von den Attributen. Ja, man muss einfach nur zusammenzählen und das dann quasi durch den 20 teilen. Genau. Und das bitte so schnell wie möglich machen, weil andere Gilden holen sich dadurch halt jetzt wirklich den Vorteil und haben ein, zwei Köpfe Vorsprung von damit. Und ich habe keine Lust, dadurch abgestempelt zu werden als schlechter Gildenleiter, weil ich nicht 24 Leuten den Offi-Rang geben möchte. Und da geht es dann auch nicht um Vertrauen oder irgendwas. Es geht darum, dass der Offi-Rang für mich persönlich was Besonderes ist. Etwas, was man sich auch verdienen muss. Und das sind Leute, wo man sich dran wenden kann und nicht 24 Pet-Spieler sind. Weil es so ein Offi-Rang ist ein Offi-Rang und kein Pet-Rang. Und ich finde, da muss ich was tun. Das kann so nicht sein, wie es aktuell ist. Es ist ja. Es gibt ja nicht ohne Grund die Unterteilung zwischen Gildenleiter, Offizier und Mitglieder so, ne? Was haben Ränge mit einem
Stat zu tun, weißt du? An einem Stat gebunden. Also es sollte getrennt voneinander sein. Es darf keinen Rang beeinflussen auf das Spiel. Nein, das war auch nicht die Intention. Wahrscheinlich ist die Berechnung einfach, dass nach Zeilen gegangen wird, ne? Und dadurch, dass die Offiziere oben stehen, zack, genau, die erste 25, und, ja. Da wurde, das ist auch wieder ein Thema. So weit wurde halt nicht gedacht, ja. Und das kann man ja noch vielleicht entschuldigen, aber es muss halt definitiv dann verbessert werden. Also ich bin ganz ehrlich, das gebe ich recht, ja. Das finde ich, langfristig ist das ja schlimmer. Ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn man das Zeit, also in so eine Zeitschiene nimmt, ne, als jetzt der XP-Bug durchs Kaufen. Also wenn man es auf eine ganz lange Zeit nimmt, ne, wenn der Bug nicht behoben wird, dahingehend. Es ist ja überall so, nicht nur in der Gilde, sondern auch, keine Ahnung, irgendwo im, weiß ich nicht, in der realen Welt, im Arbeitsleben so. Ein Rang hat halt eine bestimmte Bedeutung so. Und es ist halt eben eine Bedeutung da zwischen einer Leitung, einem Offizier und dem normalen Mitglied so, ne? Und deswegen kann es nicht sein, dass zwischen, ja, dass der Offiziersrang missbraucht wird für eine andere, ja, für eine andere Vorgehensweise so. Ne? Der Offizier hat seine Aufgaben so. Genauso wie der Gildenleiter seine Aufgaben. Diese Ränge sind ja, wie gesagt, nicht umsonst da. Sie sollen ja dazu unterscheiden, wer für was zustimmig oder ja, beauftragt ist. Ne? Jeder hat da seine eigene Funktion. So. Und durch das Gildenpad ist das jetzt quasi nichtig. So. Es ist halt einfach ein simpler Fehler und der muss halt raus. So. Meiner Meinung nach. 24 Offiziere. Es gibt ja auch nicht irgendwie 24 Teamleiter und nur irgendwie 10 Mitarbeiter oder so. Ne? Und ein Boss. Macht ja auch keinen Sinn. Im realen Leben hast du ja kein Gildenpad, ne? Da ist deine Arbeit, das Gildenpad. Da ist der Fehler. So, aber ich denke mal, das ist ziemlich einleuchtend, sollte auch gemacht werden. So. Bitte, ja, schnell. Wie Terra schon gesagt hat, die Berechnung oder Pain muss auf anderen Grundlagen basieren. Ja. Es ist ganz einfach. Es muss einfach das Hauptattribut sein. Alles aufs Hauptattribut reduziert werden und nicht über Int, Stärke und Geschick. Und dann wäre das schon erledigt. Ich denke mal, das ist eine Sache, die man programmiertechnisch bestimmt hinbekommt, ohne dass es zu viel Aufwand ist. Also ich bin jetzt kein Programmierer, aber es hört sich für mich nicht unbedingt ultra schwer an. Kommt dann mit dem neuen Backend. Selbst wenn es schwer wäre, ich glaube, wir geben monatlich genügend Geld für das Spiel aus, um jemanden zu beauftragen, der das theoretisch machen könnte. Ja. Und ist es wirklich ein wichtiger Punkt? Okay, hat jemand, ich würde sagen, damit haben wir das Gildenpad dann auch abgehakt. Boah. Möchte jemand oder soll ich einfach ich die... Ich würde einfach übernehmen, weil ich eh schon beim Gildentechnischen bin. Und zwar hatten wir, um Hanrissels Frage vom Anfang nochmal aufzugreifen, wie wir zu der Entwicklung von Shakes and Fidget stehen. Als wir den letzten oder vorletzten Stammtisch gemacht hatten, wurden ja viele Sachen davon übernommen. Terras Transmogen wurde übernommen, die Pilzpakete sind gekommen und... Das Einzige, was genannt worden ist und was noch nicht übernommen worden ist, ist die Verbesserung der Gildenmechanik oder Ausbauen von Gildenmechaniken an sich. Aber Login-Bonus wurde doch auch noch übernommen, ne? Genau, der Run-Bonus wurde auch noch mit. Und mich würde halt jetzt immer noch nach wie vor freuen, wenn man mehr Interaktion in der Gilde hat. Wir sehen es jetzt zum Beispiel auf den älteren Servern, was wahrscheinlich auch ein Grund ist, dass da nicht mehr so viele anfangen ist. Meine Wenigkeit spielt auf Server 3. Wir haben immer noch Leute, die frisch anfangen, die aber jetzt zum Beispiel in der Festung gar keine Chance mehr haben, hinterherzukommen, weil alle schon mit einer 20er Festung ab einem gewissen Bereich rumrennen und es dann extrem frustrierend ist, weil du nicht mehr an die Ressourcen rankommst. Es gibt nicht sowas wie eine Teilschutztaktik auf dem Server, wo man sich geschwind hochfarmen könnte. Und mich würde es zum Beispiel extrem freuen, dass wenn man solche Spieler unter die Arme greifen könnte, wie es jetzt in einem Clash of Clans zum Beispiel ist. Die haben es so eingebunden, dass du Einheiten rüberschicken kannst. Jemand fragt Einheiten an und du schenkst den Einheiten. Was, ja... Klar, in einem gewissen Sinn ziemlich broken sein kann, aber bei einem Serverstart irrelevant ist, weil eh alle auf dem gleichen Stand sind, meiner Meinung nach, aber für die alten Server extremst hilfreich sein kann, weil du kleine Spieler schneller hochziehst, die aber nie die Möglichkeit haben, dich zu überholen. Also es ist balancement-technisch aus meiner Sichtweise... Es gibt Sinn. Ja, und dadurch, dass du es ja täglich gekappt hast, jetzt könntest du sagen, ey, ich schenke dem 1 Million Gold oder so. Natürlich ans Level gebunden jetzt, natürlich klar, ein Puzzle. Gewisser Prozentsatz. Das würde mich zum Beispiel extrem freuen, weil ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ey, ich als großer Spieler, der jetzt, keine Ahnung, 4, 5 Jahre auf dem Server spielt, möchte natürlich, dass die Frischlinge in der Gilde, die jetzt frisch reinkommen und natürlich
für die alles neu ist, aber ich möchte natürlich, dass die auch dementsprechend schnell steigen, gerade hinsichtlich dritter Heimpunkte. Da habe ich eine Idee zu dem Thema mit den Ressourcen, wie man so etwas lösen könnte. Ein Lösungs- oder eine Idee von mir. Wir alle kennen ja, haben Serverstart schon gespielt und ich wette, den meisten ist auch den Begriff Festungspartner etwas, was einem was sagt, ne? Ein Festungspartner. Warum den Festungspartner nicht als Feature ins Game bringen? Ein Festungspartner, den man auswählen kann, wo dann deine Kaserne, wo du die Soldaten produzierst, automatisch hinwandern und andersrum. Mhm. Man wählt also seinen Festungspartner aus und anhand von, wie jetzt schon mit seinen Sammlern, generiert man und schickt man seine Ressourcen hin und her. Natürlich muss das dann auch irgendwie mit der Mauer passen, ne? dass das direkt checkt, okay, seine Mauer ist zu hoch, das funktioniert nicht, oder dementsprechend werden dann mehr Soldaten geschickt oder weniger Soldaten geschickt. Und so könntest du das auch genau regeln. Jeder hätte am Serverstart seine Soldaten und muss nicht 24/7 online sein und kann auch über Nacht so seine Ressourcen generieren, die dann automatisch in deine Ressourcen wandern. Aber auch, wie du sagst, für die Server, die älter sind, ne, du machst eine Festungspartnerschaft mit jemandem, der schon eine Festung 20 hat, eine Sammler 20, du bekommst natürlich viel mehr Ressourcen von ihm zurück, er von dir weniger, aber so würden auch die kleinen Chars schneller vorankommen. Im Serverstart wäre genau dasselbe, du machst die Festungspartner, die sind auf demselben Stand und schicken sich die Ressourcen hin. Und es würde halt, du müsstest nicht immer jeden Tag 50.000 Angriffe speichern. Du müsstest nicht auf deinen Schlaf verzichten, um das hinzuschicken. Und auch für viele, die arbeiten sind und so weiter, haben auch nicht immer die Zeit, weil viele rennen hier in der Festung da vorne und mit den Ressourcen und mit dem Feature. Festungspartner hättest du es einfach universal für alle geregelt und es wäre mehr oder weniger fair. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, zu der Idee. Würde das endlich vielleicht mal dafür sorgen, dass es weniger Bots gibt? Ja. Das bestimmt auch. Beziehungsweise nicht weniger Bots, aber dass es Botten sich nicht mehr so extrem auszahlt für die Leute, die botten. Ja. Ich meine, was ist denn eure Meinung so zu dem Feature-Festungspartner Hanrisel dort hier? Ich glaube, mit Ressourcen noch verschicken und so, also das klingt ganz gut, aber da musst du ja noch mehr ins Spiel eingreifen. Es würde ja schon reichen, wenn du sagst, du hast die Option, eine Person als Festungspartner zu legen, dass du ihn jederzeit theoretisch angreifen kannst. Du machst deine ganz normalen Angriffe eigentlich, ne, alle 3-4 Stunden theoretisch, und musst aber nicht hoffen und 1000 Mal Gold ausgeben, dass du den in der Ehrenhalle findest oder eben Angriffe speichern, sondern einfach, dass du diese Person für einen gewissen Zeitraum vielleicht meinetwegen aussuchen kannst, egal ob Gilden intern, extern, für deine Angriffe. Gerade für ältere Server wäre das natürlich sehr interessant. Ich weiß nicht, wie wichtig die Festungsehrenhalle ist, ja vollkommen unwichtig eigentlich, dementsprechend. Also finde ich, keine Ahnung, also unabhängig mal von den Bots, ist glaube ich ein Festungsrangplatz am wenigsten relevant. Also das Einzige, was relevant ist, ist quasi, ja. Ich glaube, es gibt ein Pet, glaube ich, was mit Festungsehrenhalle geht, ne? Ja, mit Rang oder Ehre, genau. Ehre, genau, ja. Aber ansonsten, also ich finde die Idee gut und auch die Vorschläge, aber das wäre der einfachste Schritt zumindest, ohne dass man jetzt so doll in das Spiel eingreifen muss und noch eben Ressourcen verschicken, ne, keine Ahnung, ob das dann funktioniert, dass man feste Auswahl hat für einen gewissen Zeitraum vielleicht. Und dann muss man auch mal wechseln, man kann das ja ein bisschen auch schwerer machen, aber es ist wirklich so, 1000 Mal Gold ausgeben oder in der Hoffnung dann den einen Spieler mal wieder zu finden, das ist schon extrem. Ja, das habe ich heute, ja. Was das mit den Ressourcen betrifft, man holt das Ganze ja bei Stein und Holz ja alles manuell ab. Ich weiß nicht, wie sehr geht ihr denn da drauf? Also wenn ihr online kommt, ihr klickt drauf, holt das ab, okay, dann müsst ihr relativ wieder lange warten. Wie wäre es denn, wenn das Spiel automatisch die Steine und das Holz abholt, wenn der Balken voll ist? Nee, das macht ja keinen Sinn, weil so höher deine Sammler, deine Ressourcen sammeln sind, desto mehr bekommen ja die Leute bei deinen Angriffen. Und bei den meisten Spielern ist es ja eh so, dass die Lager voll sind und die Sammler eh nie abgeholt werden können, sondern dass einfach nur die Leute aus der Festungspartnerschaft oder generell die Leute, die dich angreifen, davon profitieren. Ja, das stimmt. Weil so oder so nachts pennst du, da kannst du dich ja nicht. Kannst ja die Teilschutztaktik nicht, ja, natürlich. Schade, aber es wäre interessant gewesen, wenn man da irgendwas machen könnte. Ja. Draußen noch zu dem Thema? Also ich muss mal so sagen, ich sehe das aus einem anderen Blickwinkel, die ganze Geschichte, denn ich bin der Meinung, dass in den Augen von Playa oder generell von Shakes and Fidget so,
die Spielweise, so wie es jetzt betrieben wird, nicht die Spielweise ist, wie es eigentlich vorhergesehen ist. Ich glaube, es ist nicht vorhergesehen, dass zum Beispiel eine Mauer nicht gebaut wird, die Edelsteinmine aber schon Stufe 100 ist nachher, so übertrieben. Obwohl nicht mal übertrieben, es werden wahrscheinlich erst Leute Edelsteinmine 100 machen und dann irgendwann die Mauer auf Stufe 1 ziehen. So, das Ding vergleiche ich jetzt daher, weil mir mal gesagt worden ist, damals mit dem legendären Dungeon, könnt ihr euch noch daran erinnern, es wurde eine Taktik von Seraphim ins Leben gerufen, wo sich jeder für 10 Pilze wiederbeleben kann, 20%, und damit ist man deutlich günstiger gefahren, was das Ganze angeht. So, jetzt wurde das Ganze auf 20 Pilze gehoben. Das Argument dazu war, es ist von Seiten Players nicht die vorhergesehene Spielweise, sich nach jedem Tod mit 20% wiederzubeleben, und dadurch, dass es jeder macht und nur noch diese Spielweise herrscht, wurde das Ganze auf 20 Pilze hochgestockt. So, was mir jetzt dabei aber ein bisschen sauer aufstößt, ist, dass die Spielweise, so wie sie jetzt in der Festung ist, noch nie geändert worden ist. Einfach aus dem Grund, weil sich Leute tot und düsig farmen mit den Ressourcen, die sie sich gegenseitig immer durch diese Taktik hin und her schicken, weil sie einfach damit genug Ressourcen haben, um dann halt noch mehr Geld auszugeben zum Skippen für die Festung. Das ist der einzige Grund, warum ich glaube, warum dahingehend noch nichts passiert ist. Was glaubt ihr denn, warum auf einmal diese Taktik, die von der Community ins Leben gerufen worden ist, so dermaßen zerstört worden ist, dass sich jetzt ein Rerive einfach nicht mehr lohnt, mit 20% wiederzubeleben? Es geht sich ja auch nicht mehr aus, wenn man jetzt irgendwie beim letzten Gegner jetzt im Legi Dungeon ist und sich da dreimal 20% Leben holt, dann bezahlt man ja schon mehr, als wenn man full reviven müsste, so, ne? Ist auch ein Ding, das geht eigentlich nicht fit, so, ne? Und deswegen glaube ich, geht dieser Schritt von diesem festen Festungspartner da in meinen Augen ein bisschen zu weit ins Detail, weil ich glaube, es ist nicht vorhergesehen, dass es überhaupt sowas wie eine Teilschusstaktik gibt. Ich glaube, die leben da eher in der Welt, jo, es wird alles so irgendwie, ihr müsst die Verteidigung aufbauen, dann müsst ihr so ein bisschen hier die Schützen ausbilden, die Magier, so. Ich glaube, das ist mehr so diese Casual-Variante. Aber deswegen, okay, weiß ich nicht, glaube ich, geht es so ein bisschen zu weit ins Detail. Ich würde es ihnen aber zutrauen, weil das Ganze nochmal unterstützen würde mit der Teilschutztaktik und sich die Leute noch mehr Ressourcen gegenseitig in den Arsch schieben können. Und noch mehr die Festung dann ausbauen, ja. Genau. Das würde ich jetzt gerade sagen. Den ganzen Punkt, den du ja gerade gemacht hast, wurde quasi dadurch gekontert, dass du alleine in den Paketen für Geld Ressourcen kriegst, um das Ganze anzukurbeln. Und dass du ja quasi, umso mehr du Ressourcen hast, schneller skippen könntest in der Theorie. Also die Festungspartnerschaft wäre am Ende nur ein Riesenplus für Blaya aus Marketing, technischer Sichtweise. Ich wollte euch nur mal meinen Gedankengang, der ist mir die ganze Zeit umhergegangen, wollte ich euch nur mal schildern. Klar weiß ich das auch, dass das Ganze nochmal unterstützen würde. Aber ich habe halt eben gemerkt, dass sie anscheinend wohl darauf Wert legen, auf eine richtige Spielweise. Ja, die dann aber auch Pilze damit. Ja, genau. Also, ne? Klar, was hat denn dagegen gesprochen, sich mit 20% wiederzubeleben, und das hat 10 Pilze gekostet? So, mein Gott, ey. Legendary Dungeon ist schon teuer genug. Warum muss das jetzt 20 Pilze kosten? Aber das war jetzt eher wieder dein Beispiel vor uns mit dem Video. Das waren halt, die Klicks waren halt nicht so gut in diesem Fall, aber dafür vielleicht die Spieler, die gefällt mich anzeigen waren. Richtig, genau. Die sind halt relativ schnell auf diese Taktik aufmerksam geworden und das wurde gleich im Keim erstickt. Ja. Ja, aber ich würde vielleicht sagen, einfach um das ein bisschen sportlicher hier noch zu machen, wollen wir dann vielleicht das Thema abschließen und dann zu den letzten Themen kommen. Ich wollte mal eine kurze Sache sagen. Und zwar, die haben ja erst, nachdem die Edelsteinmine dann alle auf 20 hatten und auf 100 machbar war, erst dann haben die ja geändert, dass du nicht mal die Mauer ausbauen musst. Das heißt, sie wissen von der Teilschutztaktik, sie wissen, dass die Leute die Mauer nicht bauen. Oh. Ich glaube, das ist schon... Stimmt, da war ja was, ne? Damals musste man ja erst alles maxen, bevor man das so machen konnte. Da war Luti auch wieder von betroffen, das weiß ich noch. Da gab es einen Rant von... Das habe ich zwischendurch gar nicht mehr auf dem Schirm, ne? Aber zu dem Zeitpunkt war bei mir auch schon alles gemaxt, ne? Glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Ja. Also anscheinend gibt uns einfach die Festungspartnerschaft als Feature und das passt. Lasst mir bitte meine Level 10 Chars einfach irgendwelche 45er Einheiten rumschicken, das würde mir schon helfen. Okay, du wolltest sagen, wollen wir uns auf wir sind schon jetzt seit über einer Stunde am Aufnehmen nebenbei. Ja, genau, das wollen wir uns auf man muss erst 2 Stunden.
Wann kommen wir wieder mal zusammen hier in der illustren Runde? So jung nicht mehr. Ich weiß nicht, wenn meine Tochter mal wach ist, aber ich würde bloß mal, also ja, von dem Thema, wenn es abgeschlossen ist, eine Sache, die mir eigentlich immer sehr wichtig ist, oder zwei Sachen bloß kurz andeuten, müssen wir nicht groß drüber reden. Wenn wir schon bei Festungen sind, es gab irgendwann mal eine Idee, darüber habe ich ein Video gemacht, von jemandem im Forum, du machst ja in der Festung eigentlich auch nichts mehr, außer halt versuchen, deine Edelsteinmine auszubauen. Warum kann man nicht irgendein... Es gab ja schon mal die Ideen wegen neuen Dungeons, was man alles bei Dungeon machen kann. Warum kann man nicht einen festungsbasierten Dungeon, vielleicht sogar Gilden technisch, aufbauen? So eine Art wie Gildenportal, aber halt nur über die Festung. Das ist mal so ein Nebenbei-Vorschlag, dass man vielleicht auch mal die Chance hat, da ein bisschen mehr Gameplay einzubringen mit irgendwelchen Bonis. Das andere Thema, da geht es mir persönlich darum, es gibt ja die Möglichkeiten, sehr viel statistisch auszulesen über die Tools, die angeboten werden von der Shakes & Fidget Taverne. Und warum kann man nicht einfach in der Ehrenhalle einfach mal nach Klassen oder nach Gilden direkt filtern? Weil für mich persönlich, der ja gerne Analyse macht, ist das immer ein totaler Abfuck, immer runterscrollen zu müssen und dann hat man doch jemanden übersehen, der ein Level hat irgendwo. Ich finde, dass es selbst bei der Remastered-Version schon möglich gewesen wäre, einfach die vorhandenen Spalten zu nutzen und einen Filter einzubauen. Bei jeder modernen Excel-Tabelle geht es quasi, einen Filter einzubauen. Also. Das hast du letztes Mal schon gewünscht, das weiß ich noch. Das kann durchaus sein, dass ich auch gesagt habe, geht mir extrem gegen den Strich. Ich habe leider nicht die Zeit, um mir immer wieder die Tools nutzbar zu machen, mir die Sachen reinzuladen. Das sind zwar nur 2-3 Minuten, aber das macht schon viel aus bei mir teilweise jetzt, durch Kind vor allen Dingen. Fände ich ganz nice, wenn das irgendwann mal käme. Und nicht jeder findet das interessant. Muss er auch nicht, weil dafür mache ich ja die Videos. Also, das ist aber ziemlich egoistisch. Ja. Aber ich finde, Filter ist auch eine tolle Idee. Ich weiß halt nicht, wie einfach sowas zu machen ist. Ich kann ab jetzt auch keinen Vergleich zu anderen Spielen. Ich meine, manche Rangliste ist schon ziemlich groß, wenn du dann zwischen 300.000 Leuten dann direkt alles filtern willst. Ich weiß nicht, wie sowas funktioniert. Aber sowas auch wieder. Es gibt ja auch die Freundesliste, ne, wo du deine Freunde reinpacken kannst. Selbst wenn du da vielleicht eine Filterfunktion hättest, dass du deine 100 Leute speichern kannst, aber das wenigstens auch manuell ordnen könntest, weißt du? Das wäre auch schon mal was Schönes. Aber das ist ja auch immer, ich weiß nicht, ob nach Namen sortiert, nach Alphabet. Nach Namen, weil Level nach Namen, Und ich wollte zum Beispiel, manchmal habe ich dann mir die YouTuber auf einem Server alle gespeichert, weil ich dann mal die YouTuber vorstellen wollte, aber habe auch nebenbei meine Leute, die ich in der Unterwelt angreife, aber das ist dann alles dann wieder so random und ich hätte gerne einfach, dass man da vielleicht da einen Hoch- und Runter-File hätte. Das wäre schon mal ein Riesenschritt, weißt du? Dann kannst du den Leute, zum Beispiel deine Players to Watch hin machen, aber kannst sie alles sortieren und dann wäre das ja schon mal auch was Schönes. Ja. Ja. An der Stelle. Ja. Hat man noch ein Thema? Ich glaube, Gorgos wollte noch über das Gorgos und Luti vielleicht noch, ne? Gorgos und Luti, würde ich sagen. Ja. Dazu sagen, dass der Arena-Manager Free-to-Play absolute Grütze ist. Ich glaube, Arena-Manager ist ein... ist das beste Feature, das beste Update in dem Spiel. Immer noch, ja. Immer noch. Thema Arena-Manager, hätte ich mal eine Frage. Ich habe meinen Arena-Manager seit über einem Jahr maximiert. Ich habe seit über einem Jahr schon den Punkt erreicht, wo ich Max-Runen finde. Aber ich höre mir trotzdem noch seit einem Jahr jeden Tag für 25 Pilze den 7-Tage-Skip. Warum wird mir der mir noch angeboten? Was für einen Vorteil habe ich davon? Kriege ich in Zukunft davon noch einen Vorteil? Habe ich was davon? Kriege ich irgendwann die Pilze dafür wieder gut geschrieben? Oder kommt dann noch mal was? Die anderen auch durchgespielt haben. Was ist das? Ich will damit nicht flexen, aber ich will damit meinen, warum wird mir die Funktion noch angezeigt? Und warum, jetzt kommt das Beste, warum maximiere ich den schon seit über ein Jahr über Max und finde trotzdem noch 59er und 60er Runden und nicht nur Max-Runen? Das finde ich. Ja, gut, das ist das typische Random-Spiel, was es ja immer gibt. Egal, gibt es ja schon seit ewig, ne? Mit den ersten Waffen, die man im Waffenladen blättern konnte. So ist das ja nach wie vor. Das gleiche ist ja auch mit den Steinen wahrscheinlich jetzt am Ende des Events. Also, das ist ein Thema. Ich will nicht wissen, wie viel Pilze Terra da in den Arena-Manager fließen lassen hat. Wie lange ist er jetzt draußen? 2 Jahre oder so? Irgendwann muss der Random-Faktor auch ausgemerzt sein durch die Pilze, die man da reinfließen lassen hat. Ja, ich kann das sagen, wenn ich jetzt seit über ein Jahr jeden Tag 25, es sind über 9000 Pilze, die da drin stecken, seit über Max. Ja,
Aber du kriegst ja auch nicht, wenn du 9000 Mal blätterst im Shop, kriegst du ja auch nicht die maximal besten Waffen. Also wirst du auch nie kriegen. Ne? Also, das stimmt. Das ist halt, nein, ich sag nur, wie es halt ist. Ich meine nur generell, was mich halt nur persönlich stört, ist, dass halt dieser Knopf mit diesem Angebot noch jedes Mal angezeigt wird, richtig, obwohl ich nichts davon habe. Das ist noch nicht Max. Das wird im neuen Backend passieren. Da hast du dann vielleicht ganz neue Features. Ja. Das gute alte Backend. Da könnte man, aber ich finde, wenn ihr mal Pilzpakete rausbringen wollt, neue, dann macht da direkt mal Doppel-Toilettenboost rein. Als Belohnung. Das wäre was Tolles. Ja, und die Diamant-Boost bitte als nächstes denn. Die Diamant-Boost. Ja, und danach die Rubine. Und danach Smaragd. Ja, genau. Und dann so ist es. Ich glaube, Arena-Manager war schon immer ein schwieriges Thema, ne? Ja, wenn man überlegt, wo man angefangen hat, wo man jetzt ist. Aber also ich muss sagen, ich find an sich das nicht schlimm. Ich mag die Runen. Also dass es auch mittlerweile einen Runentausch gibt, ist ja schon toll. Ich meine, als das rauskam damals mit den Runen und es noch keinen Runentausch gab, das war ja komplette Katastrophe. Das konntest du keinem antun. Ey, da haben wir viel zu viel Geld mit verdient. Aber ich merke es jetzt gerade. Der ist ja auch schon teurer geworden. Aber die Mitte finden so ein bisschen. Ne? Also für ein Epic-Event, um sich neu equippen zu können, 9000 Pilze zu zahlen, das macht halt auch nachher niemand so. Ne? Da muss man irgendwie so ein bisschen gegenwirken, damit man denn das Gesunde noch so ein bisschen behält. So, deswegen der Runtausch war ja schon in Ordnung. Weil sonst war der Random-Faktor zu hoch. Gute Waffe, Dreier-Stat, Spanne, die richtige Rune. So, oder überhaupt eine Rune so, ne? Also, das war halt zu random, Alter. Müssen wir noch über Arena-Manager sprechen oder kann ich kurz zum anderen Thema kommen? Nö, ich glaube nicht. Was ich immer wieder merke, jetzt gerade, ne, da ich habe ja W50 gestartet, ich habe jetzt W51 wieder gestartet. Spielst du da mit Dorsaner Gilde? W50? Ja. Kommt immer wieder dieser Name dort, aber es sagt mir gar nichts. Wer ist das? Ja, ich weiß nicht. Ich dachte es. Das Problem, was ich habe, ist, das haben viele von uns erlebt schon, wenn ich jetzt wieder als Dämonenjäger. Die Peitsche raus. Böser Paul. Böser Paul. Okay. Ja, Dämonenjäger da. Nee, ist ein Bug für dort. Pass auf, das Problem, was ich habe, ist. Hey. Basti, ich habe dir nicht verboten, über den Dämonenjäger zu reden. Ich habe dir nur dein Video nämlich gesehen. Heute war das okay, ich glaube, also, ich hab doch kein Problem. Ich wollte nicht damit bewirken, dass du jetzt gar nicht mehr über den Dämonenjäger redest. Ich wollte nur damit bewirken, dass du nicht mehr gut über den Dämonenjäger redest. Also, das Thema geht jetzt auch nicht über den Dämonenjäger reden, sondern generell über Items im Shop. Nämlich, wenn ich im Shop blätter, warum muss ich als Kundschaft oder als Geschickklasse, warum muss jedes zweite Item ein Int-Glück-Item sein oder ein Stärke-Int-Item oder ein Stärke-Glück-Item? Ein Item, das mir nichts bringt. Es ist so random und das kann ich sein. Ich finde, der Shop sollte schon. Es muss jetzt nicht jedes Item, das perfekte sein zur Klasse ist, darf ruhig mal sein. Es gibt Leute, die keine Ahnung, aus irgendeinem Grund vielleicht ein In-Stärke-Item haben wollen, aus Droll oder weiß ich nicht was. Aber ich finde, es sollte überwiegend das Attribut erscheinen, welches man auch spielt. Weil ich habe so oft im Server statt, dass ich mal eine neue Waffe für meine Klasse suche. Einfach nur normale Geschickwaffe oder Geschick-Ausdauerwaffe gerade. Aber es muss wirklich 52 mal vor eine In-Stärke oder eine In-Glückwaffe kommen. Und ich finde, das kann nicht sein. Und wenn dann mal eine Waffe kommt, dann ist es natürlich die Geschickwaffe, die einen unterirdischen Durchschnittsschaden hat und so wenig Base-Attribute, dass ich nochmal 200 mal blättern muss, bis die richtige Waffe kommt. Und ich finde, da muss es eine Anpassung geben, dass häufiger das Attribut kommt von der Klasse, der man spielt. Genauso in der Mine. Und ich weiß nicht, ob das da mir nur so vorkommt, aber ich habe das Gefühl, dass wenn ich einen Krieger spiele, finde ich in der Mine weniger Stärkesteine. Und wenn ich eine Kundschaft spiele, habe ich das Gefühl, dass ich weniger Geschicksteine finde. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht spinne ich da einfach nur, aber ich habe das Gefühl, dass das teilweise so geskriptet ist, dass man weniger Steine seines Hauptattributs findet. Dass dir da vielleicht mit reinspielt, also ich würde jetzt mal behaupten, dass die Chance fast für alle gleich ist. Das Problem ist, was du hast, du kannst so quasi Ausdauer, Geschick, Stärke, Intelligenz und so weiter. Du hast eine 1-5 Chance, glaube ich, ist es im Endeffekt dein Attribut rauszuziehen, das du jetzt gerade brauchst. Das und dann ist glaube ich, das da. Ja, ich glaube. Man kann mega unlucky sein, einfach so. Du hast ja, wie bei den Dungeon Fights, beim Dungeon Simulator, siehst du ja die Berechnung von 10.000 Angriffen, ich weiß gerade gar nicht, 20.000.
Kann ich einstellen, je nachdem. Achso, gut, ich habe es immer in der Standardeinstellung. Ja, ich auch. Jedenfalls, so ist es ja auch bei allen anderen Sachen. Ne? Du hast die ersten 300 Male halt einen Endstein. Ja, wenn du dann noch mal 300 Mal blättern würdest, hast du vielleicht einen Stärkestein. Ne? Aber ja, das Gefühl beschleicht sich halt immer. Ich glaube, das liegt aber daran, weil wir auch mehr drauf Wert legen. Also da kommt so ein bisschen Subjektion. Also mir kommt es auch so vor, als ob es so wäre, man müsste mal eine Studie starten. Ich würde gerne, aber da kann man auch wieder gerne ein Feature reinbringen. Lass dich meinen Stein der Hexe opfern, dann kommt eine andere Farbe raus. Und das kann man mit jedem Stein einmal machen vielleicht, dass er einmal eine neue Farbe bekommt. Und wenn es dann wieder nicht die Farbe ist, habe ich halt Pech. Aber so hätte ich wenigstens noch einmal die Chance, den Stein zu färben. Den Stein darfst du dann danach aber auch nicht mehr verkaufen, ne? Dann hat er von mir aus auch keinen Verkaufswert mehr. Aber das wäre doch eine Idee. Ich hätte gerne Statistik sichtbar, wer wie viele Stärkesteine bisher bekommen hat auf sein Char. Ja, ich so habe damals 50, grundsätzlich 90% Stärkesteine als Kunde. Ja. Nein, aber im Serverstart gehe ich auch mit, habe ich auch das Gefühl. Das relativiert sich dann halt irgendwann durch die Blackstones, aber. Ja. Lass mich meine Steine färben. Das ist doch, das war schön. Ich habe damals mit 200 Versuchen habe ich mal eine Statistik aufgelegt und mein Main-Attribut war prozentual bei, lass mich lügen, 15%. Bei 200 Steinen. Habe ich alle statistisch aufgelistet. Bei fünf verschiedenen Farben, oder? Ich habe bei S41 200 Steine, die ich bekommen habe, statistisch aufgelegt und war bei 15%. Knapp. Das heißt, es ist 5% unterm Average, der es eigentlich sein müsste. Aber bei 200 Steinen kann es halt auch noch keine genaue Zahl sein. Richtig, genau. Deshalb, ich habe es 200, dann hatte ich keinen Bock mehr, mir das zu notieren oder ich habe es vergessen, keine Ahnung. Aber ich wollte mal sagen, ich habe das mal angefangen und am meisten hatte ich tatsächlich Glücksteine dort. Hast aber auch nicht Glück gehabt. 30%. Hast am meisten Glück gehabt, ne? Ich würde jetzt gerne rüber rennen, dass wir holen die Glücksteine vom Penny. Ja, dann könnte man Steine ja tauschen und da habe ich die immer weiter. Nee, Quatsch. Ja. So war es damals. Aber ja, das mit dem neues Feature, Steine färben bei der Hexe. Verliert Verkaufswert, aber ändert einmalig seine Farbe. Aber es kann nicht die Farbe rauskommen, die schon vorher da war. Die Frage ist, was treibst du mit Legendary-Steinen an da? Die Legendary Steine, wenn du die reinwirfst, die kriegen aber doppelte Werte zu einer Chance von 1 zu 1000 Prozent. Ach so, ja. Finde ich balanced. dann mach das mal 1000 Mal. Dann mach das mal 1000 Mal. Wenn dann nicht einmal passiert, ne? Okay, ja, dann haben wir da schon auch eine Lösung gefunden für die Steine. Aber wie gesagt, auch für die, Attributanpassung für den Laden von Klassen. Aber da musst du ja auch gucken, ne? Wenn du Begleiter hast. Manchmal tatsächlich habe ich mich erwischt, auch für einen Begleiter was zu blättern, weil ich es wiederum schade finde, dass wenn man ein Item hat, wo man sagt, okay, die Spanne ist schon mal ganz gut, ne? Eine Waffe zum Beispiel, und ich brauche unbedingt eine Waffe für meinen Magierbegleiter und ich werfe die dann schon in die Toilette und kriege natürlich eine Waffe für einen Krieger. Auswählen, warum kann man da nicht auswählen? Ich auswählen kann, mindestens, ich möchte bitte einen Int-Gegenstand oder einen Stärke-Gegenstand. Ich glaube, das würde niemandem wehtun. Ich meine, das Epic-Event ist auch schon so teuer, ne? Einfach eine Auswahl. Magier, vielleicht gibt es auch irgendwann mehr Toiletten. Es gibt die Magier-Toilette und es gibt die Krieger-Toilette. Keine Ahnung, ist mir am Ende ja egal. Okay, aber es wäre auch ein cooles Features machen könnte. Man hat irgendeinen Hebel am Klo und dann wechselt das Bild von der Kundigunde zum Markmann oder so. Ich meine, das wäre auch optisch eine coole Sache, die man da einfügen könnte. Das würde niemanden schaden. Richtig. Und dann würden wir da sitzen und sagen, jedes Mal. Und dann hast du auf einmal schön buntes Toilettenpapier. Größter Fail wieder mal, Epic-Waffe, fuck. Ich habe den Hebel nicht umgelegt. Ja, solange man, so wie ich, nicht die Epic-Waffe der Hexe opfert, statt ins Klo zu bringen, ist das alles in Ordnung, ne? Oder direkt auf einen Slot ziehen und wieder verkaufen, ist auch geil. Dort sieht alles gut? Ja, was war das nächste Thema, was wir schneiden wollen? Immer noch das Sommersammelsurium von Gold. Sommersammelsurium. Ich hatte... Ja. Jordi. Bring mal ein paar Vorschläge. Hau mal raus, was sind deine Gedanken? Ich muss noch Halo spielen, fuck! Oh, 14 Minuten, nice. Also, was die Gedanken von mir betrifft, also ich habe mir das ja angeguckt das erste Mal. Und da habe ich dann gesehen, okay, man kriegt da Gold, da kriegt man hier mehr Gold und dann so fast am Ende irgendwie 100 Sanduhren. Und ich habe das ja mitbekommen, dass man Sanduhren jetzt doch schon etwas öfter bekommt durch diverse Angebote. Und okay, ein Legendary hier Stein ist als Hauptgewinn eigentlich, ein bisschen umstritten, sag ich jetzt mal. Dann kann man bestimmt noch andere Preise anbieten. Aber ich finde, dazwischen sollte es mehrere Belohnungen geben und vielleicht auch mal
einfach eine viel buntere Variante. Ja. Als nur Gold, mehr Gold und dann ein paar Sanduhren. Macht er gerade ein Foto von uns? Was ich jetzt noch schön dazu. Also ich finde halt, es war quasi das erste Event seiner Art, jetzt was jetzt er damit gemacht hat. Und das war bisher immer so, dass die Events, die beim ersten Mal rausgekommen ist, danach überarbeitet worden sind und dann nochmal gekommen sind. Jetzt heißt Legendary Dungeon oder. Ich finde es an sich nicht schlecht, die Idee. Kritisch fand ich die Aufgaben, die man stellenweise hatte. Also viermal ein Epic blättern im Shop, ich nicht. Außer selbst als Hardcore-Pilzer finde ich das. Das habe ich aber auch nicht gemacht. Nee. Also dafür, gut, muss jeder für sich selber wissen, ob dir ein Legendary-Stein im Endeffekt wert ist. Aber mach doch Aufgaben. Ich fand zum Beispiel, ich weiß gar nicht, welche waren es denn, zwei Festungsangriffe machen. Es war nicht mal die Rede von Gewinn, sondern wirklich nur Angriffe machen. Fand ich mega nice. Musstest du nicht machen. Manche, die auf die Festung scheißen, haben halt Pech gehabt. Das ist denen ihr Problem. Aber die aktiv ihren Account spielen, sind bevorteiligt. Von denen solche Aufgaben fand ich eher besser als dieses viermal Blättern. Wenn ich bloß kurz, weil das habe ich auch schon mal für mich persönlich zumindest erwähnt, ich habe das jetzt auf beiden Servern getestet, ich bin Free-to-Play nicht auf die 300 Punkte gekommen. Und da habe ich schon, also ich weiß nicht, ob ich will jetzt auch nicht vorweggreifen, aber ich habe Lösungsvorschläge dafür schon mal genannt, die ich hier noch mal wiederholen könnte, aber also ich weiß nicht, ob ich es jetzt sagen soll oder ob Terra du erstmal noch sagen willst. Dann lass mich mal vorsagen. Ja. Ich wollte gerade sagen, denn man hat ja ausgerechnet, on average, selbst Free-to-Play sollte man auf 320 Punkte kommen. Jetzt sagst du selbst, du hast es nicht geschafft. Die Frage auch, wie viele Punkte bist du denn gekommen mit beiden Servern? Na, ich bin einmal bei, na gut, also morgen, wenn ich jetzt die volle Punktzahl kriege, morgen bin ich bei 290. Ja. Auf dem einen Server und bei dem anderen, da bin ich noch niedriger. Okay, das Feature an sich ist in Ordnung. Es ist größtenteils Free-to-Play. Ein paar Missionen, wie schon Penny gesagt, sind halt blöd, selbst für mich. Viermal ein Epic-Blättern, da bin ich komplett raus. Aber die Idee an sich ist cool. Man hat einen Fortschritt machen kann, man hat ein paar Missionen noch zusätzlich und man kriegt die Rewards. Man kann natürlich die Rewards noch komplett überarbeiten und mehr reinmachen, das ist ja nicht das Problem. Free-to-Play kommt man fast an diesen Legendary Game und wenn einem der Reward da genug ist, dann finde ich auch es in Ordnung, da vielleicht mal die paar Pilze in die Hand zu nehmen, um dann mal diese 10 Mal im Shop zu blättern oder halt andere Missionen zu machen, wenn das halt knapp wird. Ich finde, da muss man aber sich selbst die Frage stellen, ne? Sind dann mir diese Pilze das wert für den Stein oder halt nicht, aber ich finde, da sollte man das aber vielleicht in Zukunft das so machen, dass man wirklich mehr Rewards hat und am Ende der Reward halt vielleicht wirklich einfach knapp zu erreichen ist Free-to-Play und dann muss man sich ja die Frage stellen, investiere ich das ja oder nein? Irgendwo will man da auch sicher noch mehr Umsatz machen als Firma. Ich weiß nicht, ob das auch beabsichtigt war, dieses komplette, wahrscheinlich nicht das komplette Event Free-to-Play zu gestalten, weil man hat ja auch diese Mission, dass man da Mission hat, die man halt Free-to-Play nicht erledigen kann. Aber da hatte ich auch schon gesagt öfter und da war meine Idee zu einem anderen Feature, nämlich Coupons. Warum nicht durch verschiedene Features im Game den Spielern einen Coupon-Gut schreiben, mit dem du dann in den Läden zum Beispiel blättern kannst? Und dann rede ich auch nicht von 1, sondern auch mal 10, 20, 30, 40, 50, sowas mal im Glücksrad geben oder beim Hütchenspieler oder mal an anderen Events. Cool. Sowas zum Beispiel, wenn wir jetzt das Event haben, zum Beispiel Sommersammelsurium, warum nicht dann nach dem 50. Schritt oder nach 50 Punkten kriegst du dann nochmal 20 Coupons, die du einsetzen kannst und damit kannst du zum Beispiel im Zauber- oder Waffenladen blättern. Als das Idee. Quasi, also Treibsanduhren bloß für was anderes. Genau, ja. Mehr oder weniger. Genau. Mhm. Mhm. Finde ich ja, auch nicht schlecht. Das ist sogar eine universelle Lösung, also ganz klar. Das könnte man ja an mehreren Features, Game-Features einfügen. Ich fände das Event prinzipiell auch gut, weil auch gerade, es wurde halt so ein bisschen vermittelt, dass es halt so den Shakes and Fidget Alltag ein bisschen bereichern soll. Und das ist ja wirklich so, keiner hat sich gefreut, dass er was dafür kriegt, dass er zwei Festungsangriffe macht. Ne? Also das, was er halt sowieso bekommt. Und von der Art her fand ich das ganz gut, weil man auch gewisse Sachen nochmal neu beleuchtet hat. Dass Aufgaben jetzt für Pilze machbar sind, fand ich jetzt auch nicht so schlimm, aber das Problem ist hier wieder der Random-Faktor und das ist der einzige Grund, warum ich das auf meinen zwei Servern habe. Ich hatte an 5 Tagen oder an 4 oder 5, ich muss mir nochmal angucken, hatte ich auf dem einen Server 10 und 15 Punkte nur für Pilz, also für die Kaufen und was war das andere? Blättern. Blättern und Epics kaufen. Ja. Hatte ich 5 Mal und das Ganze
in Summe dann natürlich kommt das, sieht dann so aus, dass ich eben die 300 Punkte Free-to-Play nicht erreiche. Ich habe auch gesagt, ich mache es nicht. Also ich will keine Pizza ausgeben jetzt in diesem Event. Ich gehe mal davon aus, die Events kommen ja dann häufiger. Und der legendäre Stern war mir jetzt auch nicht so wichtig. Und wenn man halt vermittelt bekommt, dass es halt eigentlich Sachen sind, so die den Shakes and Fishes Alltag erreichen, dachte ich, wäre es schon möglich, als Free-to-Play-Spieler diesen Hauptgewinn auch zu kriegen. Dann könnte man, wie ihr sagt, mehr Rewards einfügen und das Ganze ein bisschen aufsplitten, ja, dass man wirklich diese Änderung hat. Legi-Stern ist halt wahrscheinlich nur mit Pilzen machbar. Aber man könnte ja vielleicht auch einfach zum Beispiel sagen, wir haben das ja hin und wieder bei Shakes and Fidget, dass man vielleicht einmal pro Tag die Chance hat, ein Reward zu machen auf seinen Aufgaben. Oder dass man eine Teilaufgabe aussucht und das dann nochmal neu gewürfelt wird. Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Da hätte man, ja. Bei der Daily Quest hatten wir es, glaube ich, auch schon mal vorgeschlagen, dass man die Daily Quest rerollen kann oder sich von einer von drei was aussuchen kann. Genau. Um dann leider brauche ich immer noch drauf. Ja. Wo bleibt das? Um zumindest die Chance zu haben, ja, kannst du gleich, Terra, ja. Zumindest die Chance zu haben, für einen Free-to-Play-Spieler zu sagen, ah, okay, ich bin aktiv, ich spiele auch und vielleicht habe ich die Chance, eine Free-to-Play-Quest zu bekommen. Ja. So, die erste Sache ist, ich habe ein Fliegengitter und trotzdem nerv ich schon den ganzen Abend die eine Fliege. Wirklich, sie macht mich ja, fertig. Klauser, hol deine Klappe. Und das zweite ist, das mit den Aufgaben für die Pilze finde ich auch komplett in Ordnung. Aber warum nicht das direkt so gestalten? Drei Aufgaben sind free to play. Und die vierte gibt nochmal mehr Punkte, aber ist auf jeden Fall eine Aufgabe, die man für Pilz erreichen kann. So, der Sinn dahinter, das Event geht über eine bestimmte Anzahl von Tagen. Die Pilzen haben den einzigen Vorteil, sie bekommen ihre Rewards früher, aber alle Free-to-Play-Spieler können auf die gesamte Zeit gesehen trotzdem den Hauptgewinn abholen. Warum das nicht so lösen? Wer Pilzen will, kriegt seine Rewards früher und wer Free-to-Play spielt, bekommt es halt einfach nur später, aber er bekommt sie auf jeden Fall garantiert. Das wäre doch eine gute Lösung, oder? Ist auch gut, ja. Drei Aufgaben Free-to-Play, eine vierte für Pilze. Richtig. Es sind ja auch nur zwei von, glaube ich, 12, glaube ich, in meinem Video. Also es gibt 12 verschiedene Aufgaben und zwei sind ja nur zum Pilzen. Also an sich ist ja die Chance gar nicht so hoch, so viel Pech zu haben, wie ich halt auf dem Server. Ja, aber RNG ist halt RNG, du kannst ja RNG ist RNG. Und wie er sagt, ne, Stärkesteine. Wir haben ja nur diese Versuche, ne? Wir können ja nicht ewig mal blättern, wie in der Mine oder im Laden, sondern der RNG-Faktor hat halt zugeschlagen, ja. Und das fand ich persönlich ein bisschen schade. Aber gute Idee von Terra auch, würde das Ganze sogar noch interessanter machen. Weil man eben mehr Spielraum hat für mehr Rewards. Und das müssen ja keine krassen Rewards sein. Also wir kriegen ja schon viel geschenkt, aber dieser Bereich fand ich ein bisschen schade. Es gibt niemals genügend Geschenke. Okay, alles noch neu. Letztes Jahr war eins mehr. Letztes Jahr hat man noch Blackgems, da waren Blackgems noch cool. Dieses Jahr sind die schon wieder komplett 2020. Ne? Mein nächstes Jahr, dann kommen die Legendary Games. Ja, genau, dann kommen da die Platin, Soul, Silver, Hard, Gold Legendary Games. Ja, aber an sich so zwischen den legendären Dungeons so ein Event mal zu haben, wo halt im Prinzip einfach ein bisschen mehr Würze reingebracht wird in den anderen Aufgaben, ja, fand ich eigentlich ganz gut. Ja, es ist ein tolles Event, nur kann man halt noch mehr draus machen. Richtig, ja. Ludi, die Idee ist schön. Free-to-Play-Ergebnis? Fun Fact, ich habe auf meinen beiden Main-Chars nicht bekommen, die 300 Punkte. Ich habe es nicht geschafft, ich habe irgendwie fast jeden Tag irgendwie Kaufe Epics drin gehabt, also ähnlich wie bei mir quasi. Ja. Und also selbst mit Pilzen, also ich habe dann irgendwie in den Läden das Ladenblättern gemacht, aber ich hatte wirklich auf beiden Chars fast jeden Tag Kaufe Epics drin. Das habe ich nicht gemacht und das habe ich auf beiden Chars nicht den Stein, aber es war mir dann noch irgendwie ab Tag vorgestern, scheißegal. Und dann habe ich die Aufgaben nicht mehr gemacht, weil ich mir dachte, okay, ja, der legendäre Stein. Zumal der ja nicht mal sein höchstes von, ich weiß nicht, der hat sich wahrscheinlich nach der Minenstufe gerichtet oder nach dem Level, ich weiß nicht. Aber ich habe zum Beispiel einen gekriegt, der war schlechter, also es ist ja der große Legendary Gem und der war schlechter als alle anderen, die ich gerade in meinem Gear drin hatte. Und da sind welche von vor drei Minenstufen noch drin. Sorry, aber da muss ich gerade nochmal einhören. Das ist ja genau das Problem. Wir wissen ja nicht, also zum Beispiel auch mit den Runen, wir wissen, was man kriegen kann, maximal, aber wir wissen nicht, in welcher Range liegen wir. Bei den Waffen sehen wir die Spanne, wenn wir die kaufen. Ja. Und da sieht man, da kriegt man ein Gefühl, was ist möglich, mit welchem Level, mit welcher Aura. Da kriegt man ein Gefühl dafür dann mit der Zeit. Aber bei den Steinen am Ende oder sonst wo sieht man das nicht. Und deshalb würde ich auch niemals den Arena-Manager vollpilzen, solange die Mechanik so ist, wie sie halt ist. Weil es eh kein... Am Anfang, klar, kommst du schneller voran, aber ab einem gewissen Punkt bringt es halt keine Punkte mehr, wenn du genauso 1000 Pilze ausgeben musst, um die beste Rune zu kriegen. Ja. Also das fand ich auch schade. Und wir hatten gehofft beim Stein, dass das nicht der Fall ist.
sondern dass es einen maximalen Wert gibt, gab es halt nicht. Anscheinend, wie er sagt, ich weiß es ja nicht, noch nicht. Beziehungsweise ich krieg's ja nicht mit. Und da gebe ich euch recht, das ist halt extrem schade. Ja. Hat außer, dort ist kurz, wenn er gerade, ja. Da ist. Pilze zurückgeben, alle geschwollenen Pilze zurückzahlen, bitte. Du hattest doch einen High-Level-Char auf 17, oder? Ah, das ist weg. Aber, ja. Okay. Fühle ich den Pain, deine Aussage fühle ich halt extrem. Ja, du hast einen Pilze ausgegeben und hast eigentlich noch nicht mal einen. Aber ich muss sagen, die Spanne von meinen Steinen auf S39 ist under hard random. Ich habe ja vor ein paar Tagen die Minenstufe 100 erreicht. Natürlich free to play. Und die Steine variieren zwischen dem Wert von 1680 bis 1860. Wo ich mich frage, wow, weil ich habe schon mit Minestufe 70 oder 80 schon teilweise bessere Steine gefunden, als sie jetzt mit einer Minestufe 100 rauskommen, wo ich mich frage, was? Ja, aber wonach richten sich die eigentlich? Ist das nur nach Edelsteinmine oder ist ja noch an der Mine? Ritterhalle, Level und Edelsteinmine. Ja. Jedes Edelsteinlevel bringt exponentiell weniger. Ab 50 bringt es kaum noch was, die Mine abzugraden und dann wird es von 70 also bis 100. Also ich habe selber gemerkt, die 100er Mine hat mir einfach nichts gebracht. Einfach wirklich ist, Also ich kann auch nochmal ein Extrembeispiel nennen sonst. Ja. Also zuallererst mal, um das SSV-Thema noch ein bisschen aufzugreifen, auf mein Free-to-Play habe ich den nicht bekommen. Da bin ich meilenweit hinterher. Da habe ich auch ganz, ganz viele viermal aus dem Shop Gegenstände hier Epics kaufen. Komplett random. Auf meinem Battle Mage, der mir ja schon relativ wichtig ist, habe ich die Aufgabe immer noch nicht. Da fehlen mir noch 15 Punkte. Ich habe sie bisher nur auf W50 und auf meinem Main. Und auf meinem Main, muss ich mal dazu sagen, ich hatte letzte Woche einen Legendary-Stein bekommen, habe heute einen Legendary-Stein bekommen und anhand da konnte ich dann so ein bisschen sehen, aha, also meine Edelsteinmine hat sich da in der Zeit null verändert, dritte Hallenpunkte, genauso wenig und mein Level ist auch gleich geblieben, ich wurde ja nicht vom Bug betroffen. Ja, auf jeden Fall. Bug. Und dieser Sommerschlussverkaufs-Gem, der hat einfach bei mir, ich weiß nicht, ob das jemand von euch gesehen hat, 1954 Stats. So, und ich habe heute einen Stein rausbekommen aus der Mine, der hat einfach mal 1786. Ja. Genau das habe ich auch heute gehabt, auch aus meinem Legendary, also Reward. 200! Ja. Der Stein zwischen dem Reward und der heute rauskommen ist, waren 200 Punkte. Der 1680er und der 1860er, wo ich mir denke, und beides ist 100er Mine. Wie kann diese Spanne so krass sein? Ja, das weiß keiner. Es weiß keiner, was da im Hintergrund berechnet wird. Justamente habe ich auch gerade wieder einen Stein rausbekommen. Ein Legendary. Breaking News, Dorsa hat Stein bekommen. Ja. 1860 jetzt. Zahnstein. Ja. Ich finde, da muss man das anpassen, dass ne, man hat ja schon kleine, mittlere und große Steine. Dann soll es in dem Bereich Leute, nicht so hart. Leute, merkt euch mal den Wert, den ihr von dem Stein jetzt von dem Event bekommen habt und schaut mal, ob ihr überhaupt jemals wieder so einen schlechten Stein kriegt. Ey, der ist ja gut. Oder schlechter. In dem Fall war der ja gut. Achso, auf dem anderen Server hatte ich einen schlechten, aber meiner war zum Beispiel. Schlechten. Auf einem Server war der richtig gut. Der schlechtere, der war relativ weit unten, aber Sehr weit gut. Nee, dann. Nee, das ist immer noch random. Generell die Spanne von den Steinen ist. Oder generell von den Legendary-Steinen ist sehr, sehr stark. Also, mein Sommerschlussverkaufsstein war so heartbroken, dass ich gedacht habe, das ist ein besonders guter Stein, der da rauskommen muss zum Sommerschlussverkauf. So heartbroken. Also bei mir kann ich auch schon meine Erfahrung sagen, ich habe ja auf allen Servern jetzt nicht dafür gepilzt, diese ganzen Pilzaufgaben habe ich nicht gemacht. Ich hatte nur am ersten Tag, glaube ich, zwei von den Aufgaben, wo man Pilze für ausgeben müsste. Ich habe ansonsten keine Pilze für das Event ausgegeben und ich bin durchgekommen, glaube ich, jetzt am Freitag hatte ich die auf dem ersten Server die 300 Punkte, ohne irgendwie Pilze dafür auszugeben. Deswegen hat es mich gerade so gewundert, dass das bei euch so anderweitig aussah. Aber es wird wahrscheinlich RNG-Faktor zweimal Negativbeispiel, einmal positiv gewesen sein. Ja, das ist er. Aber dafür habe ich auch einen schlechten Stein gekriegt. Also von dem her alles balanced. Ich hätte gerne einfach generell ein bisschen berechenbarere Steine. Ja. Man kann auch sagen, ich wurde damals nicht vom Kalenderlevel ab, oder ich wurde damals vom Kalenderlevel ab bevorzugt, jetzt wurde ich benachteiligt, alles balanced. Ja, ich wurde zweimal benachteiligt.
Dankeschön. Luti sagt, my fucking joke to you. RNG ist RNG. RNG. Ja. Und nee, alles, aber, was RNG aber, ist, ist. Aber wie gesagt, ich hab, glaube ich, gefühlt, also jetzt mal so reflektiert gefühlt, habe ich, glaube ich, sehr viel gegen Playa geschossen. So, mir wurde ja auch unterstellt, ich würde mich zu viel ducken jetzt, seitdem ich gesponsert bin. Ne? Aber ich lasse mich nicht irgendwie kaufen für meine Meinung. Ne? Das wollte ich nur auch nochmal an der Stelle erwähnen. Trotzdem, an der Stelle gesagt, ne, am Ende des Tages ist es halt so, es ist ein Spiel, das ist jetzt schon wie lange, 12 Jahre draußen. Man muss es einfach mal bewundern auf diesen alten Programmiersprache, dass es immer noch läuft und dass es so viele Anhänger hat und so, ne? Und natürlich ragen wir mal hier und da berechtigterweise auch gegen das Spiel, ne? Sind manchmal sehr emotional, aber es sind halt auch Dinge, die auch offen angesprochen werden müssen. Und dementsprechend sind wir ja auch sehr neutral, was das angeht. Und damit meine ich nicht den polnischen SF-YouTuber, dass wir auch positiv Beispiele bringen, wie zum Beispiel, dass jetzt die Server rechtzeitig angekündigt werden, Events rechtzeitig angekündigt. Also man wird ja, man erhört uns ja schon und das wissen wir auch wirklich sehr zu schätzen. Ja, ich trotzdem. Danke dafür, dass die Treibsanduhren mittlerweile wie Sand am Meer gibt. Also über die 113 Uhren haben sehr gefreut aus dem Sommer. Also das ist, glaube ich, eines der geilsten Dinge, die in den letzten paar Jahren gekommen ist, dass die jetzt so weit verfügbar sind. Aber man muss jetzt mal sagen, das war jetzt der erste Serverstart, wo wirklich jeder wenigstens schon viele Sanduhren haben konnte zum Freitag. Weil normalerweise hast du ja Freitag nur die 100 Sanduhren. Und jetzt dadurch, dass du die Pakete holen konntest, konntest du ja auch schon Sanduhren am Freitag holen. Also auf einem anderen Serverstart ist das ja, also Level 1 schon Tag 1 schon über Level 120 zu kommen, ist ja unwahrscheinlich. Aber die Codes gibt es ja mittlerweile auch vom guten alten die Codes gibt's auch, das und vom stimmt. guten alten das stimmt. Die Codes gab's 51. Ja, das stimmt, ja. Der, an die habe ich jetzt gar nicht gedacht. Und die Treibsand und die schmecken nochmal anders lecker am Serverstart. Ja, richtig gut, ja. Plus Lucky Coins, ne? Ich habe keinen eingelöst auf W51, ich habe nichts gemacht. Ajojoj, da hattest du die Möglichkeit. An dieser Stelle, ne, W51 bis zum 24. September, Paulterra 51, gönnt euch den Code. Ich habe nichts davon, wenn ihr den benutzt. Funktioniert da der BTR21? Nächster Punkt, macht mal Creator-Code. Creator-Code. Ansage hier, Creator-Code und ich kündige meinen Job und werde Vollzeit-YouTuber. Oha. Da macht Ansage. Ich wollte sagen, haben wir jetzt noch ein dann Thema? Kommt der Content. Haben wir noch ein Thema, Leute? Oder haben wir damit das gut gefüllt kurz, heute? Ich würde mir wünschen aus der Edelsteinmine, dass man, wenn man drüber fährt, angezeigt kriegt, welche Range vom Edelstein drin möglich ist. Ja, in der genauso Sinne. Bei Runen könnte man das machen. Also im Laden zum Beispiel. Ja. Was das maximal Rune und was minimal Rune ist. Ja. Aber das, glaube ich, glaub nicht, dass es passiert, aber wäre geil. Wir haben ja nur unsere Listen, wo das selbst mal eingetragen wurde, ne, was aber auch nicht zu 100% immer stimmt, ne? Aber das wäre echt schön, wenn man das sehen könnte, direkt. Ja. Ohne, dass man dafür 100 Mal blättern muss und dann gucken, oh, ist das jetzt schon die Max-Rune, da kommt noch eine bessere? Ah, da ist noch eine bessere, jetzt mache ich doch nochmal Runentausch mit 20 Pilze. Ah ne, da kommt doch noch eine bessere Rune, ich mache nochmal Runentausch und da kommt auch noch eine bessere. Ne, das, Ich würde da so nochmal aufgreifen mit dem, ich glaube, der erste Stammtisch, den ich mache, war 2014 rum oder 2013. Und da war, glaube ich, sogar noch, ich glaube, da war es Shakespeare 2.0 irgendwie am Machen oder am Kommen irgendwann. Und wir haben uns da auch schon die Frage gestellt, wird Shakespeare aussterben? Da war eine Zeit, wo nicht viel passiert ist. Und es gab ja vieles gar nicht, was jetzt gibt. Seit 2016 zumindest, also in den letzten 5 Jahren ist ja da viel passiert, extrem. Und davor, das gab es nicht und das ist schon extrem krass, wenn man das mal vergleicht auch. Deshalb sagte ich auch zu Beginn, also die Entwicklung nimmt eigentlich immer, geht immer weiter, egal was für Probleme da stehen. Das finde ich auch extrem interessant, dass das so funktioniert hat. Und ich glaube, es liegt aber auch an Leuten wie uns mitunter, aber es, weil Dorsa auch meinte vorhin am Anfang, dass es ja so eine Bubble gibt. Viele wissen gewisse Sachen gar nicht, aber ich glaube auch, es gibt ein großer Anteil an Leuten, die vor allen Dingen auch Geld in das Spiel investieren, die das schon seit langer Zeit regelmäßig machen. Ich glaube, das ist auch, ja. Ist das fertig? Ja, im Prinzip auch ein Grund dafür, dass es halt immer noch gut funktioniert, denke ich. Was wir komplett vergessen haben, ist ja, dass ja kürzlich erst eine Umfrage rauskam, ne? Von Shakes and Fidget. Wo ja auch die, wo ja nicht nur die kleine Bubble, die wir darstellen, gefragt worden sind, sondern per Ingame-Post alle.
gefragt. Da bin ich auch mal gespannt, ob da nochmal ein Feedback kommt, was dabei rausgekommen ist. Wurden nicht nur die Hardcore-Nerds gefragt, wie wir es sind, so, die vielleicht so eine eingeschworene Community sind von, lass das über den Kamm geschert, 5.000, 6.000 Leute sein oder so, die wir insgesamt erreichen mit Taverne und sowas alles denn so, ne? Also aktive, ne, auf der Taverne sind ja jetzt auch knapp 10.000 mittlerweile, was auch sehr, sehr krass ist, ne? Durch so eine Sachen wie so eine Umfrage jetzt in der Ingame-Post, wo wirklich alle Leute auch unabhängig von der Hardcore-Bubble erreicht werden, das finde ich ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Schritt in die richtige Richtung auch. Da fällt mir auch gleich nochmal was ein, sorry, aber das ist nämlich richtig. Das ist ja Thema Kommunikation, was Terra angesprochen hat, ne, zum Beispiel, was wir auch schon öfter mal kreditiert haben. Mir fällt gerade ein, jetzt wo Shakes & Fidget einen regelmäßigen Content hat auf Twitch, den Player Games selber mit betreut, ja, könnte man ja auch das Thema Testen von gewissen Dingen zum Beispiel auch damit einführen. Ja. Also die haben ja nun mal jetzt schon sich eine Plattform selber aufgebaut. Warum das nicht auch ein bisschen nutzen, um sowas vielleicht mal durchzuspielen? Ist zwar jetzt, ne, kann man auch sagen, es könntet auch ihr machen. Ja, ist auch ganz da, ist ein anderes Thema, aber die haben es ja jetzt nun mal schon da, seit einer gewissen Zeit. Und sowas wie mit dem Sommerschussverkauf hätte man da locker einbinden können, aus meiner Sicht. Ja. Wenn die einen Zugriff haben und gewisse Sachen testen können. Es ist ja auch nicht verkehrt, dass sie sich so ein anderes oder neues Social-Media-Standbein aufbauen, neben Facebook, Instagram, Twitter und was, wo sie nicht alle überall vertreten sind. So, ne? Das ist ja tendenziell auch eine sehr, sehr gute Sache. Vor allen Dingen finde ich es halt auch nice, dass jetzt wir jetzt da quasi, jetzt spricht Terra jetzt auch gestern auch mit involviert worden ist, halt auch in die offizielle SF-Show und da auch mit Bestandteil ist, sein darf, so, ne, als Gast mal, ne, und das ist auf jeden Fall auch eine gute Sache, aber auf der anderen Seite gibt es ja auch viele Leute so, die jetzt so diese Promo-Politik so ein bisschen, kritisch beäugen, sag ich mal. Also ich persönlich finde auch, man kann promomäßig noch viel, viel mehr rausholen und vielleicht sollte man da ein bisschen mehr investieren. Zum Beispiel sowas wie In-Game-Events, also In-Game-Live-Events, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt halt wirklich so eine Events gibt, die man halt In-Game begutachten kann. Ich finde, das vergleicht sich so ein bisschen wie so mit einem Trailer, der zum Legendary Dungeon rauskommt. Das ist für mich auch schon so eine Art Event, das meine ich so damit. Und so in die Richtung halt mehr gehen, so ein bisschen marketingtechnisch sich ein bisschen weiterentwickeln. Ich finde diese Trailer-Sache mit diesen Legendary Dungeons, die finde ich unglaublich nice und sehr, sehr gut gelungen und kam auch auf YouTube. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Kam sehr gut an. Und wenn da ein bisschen mehr so in die Richtung auch noch kommt, so animationmäßig so, das ist top. Da würde ich mir auch in der Richtung noch ein bisschen mehr wünschen, dass es dahingehend auch ein bisschen professioneller wird. Und sowas kann man halt auch super einbauen in solche Shows, wie zum Beispiel jetzt das Standbein, was sie sich jetzt auf Twitch aufgebaut haben, etc. pp. Also, ja, top. Das sind ja auch gute Ansätze, was passiert, ne? Und das kann man nutzen. Das ist, Guck mal, zum Beispiel, also ist jetzt zwar so, ne, ein bisschen weit hergeholt, weil es ist irgendwo immer noch ein fucking Browser-Click-Game, so, ne? Aber jetzt mit Fortnite, da gibt's halt auch, wollte ich das so anspielen mit den In-Game-Events, mit diesen Live-Events, so, weißt du? Und es gibt halt so eine, man muss so ein bisschen mehr damit spielen, die Entwickler müssen ein bisschen mehr mit dieser Update-Politik spielen, mit Leaks und sowas, mit Hinweisen, so, die Community vielleicht ein bisschen hier und da hinhalten, so eine Events. Zum Beispiel, dass in der Stadtansicht irgendwo, keine Ahnung, schon mal einen Monat, bevor irgendwas angekündigt wird, ein ganz kleines Portal schon mal, so wie jetzt das da ist, zum Legendary Dungeon, dass da irgendwo so ein ganz kleines Portal ist. Die Community fragt sich, was ist da los? Das ist ja neu, sowas gab es noch nie. Und das ist vielleicht so ein kleines Portal, was so animiert ist so. Und das wird dann, und dann kann die Community, das ist ja ein unterschwelliger Low-Key-Hype, der sich ja dadurch aufbaut. So, ne, wodurch ja noch mehr Promo erzeugt wird, was ja noch mehr Spielerschaft anlockt. Also im Prinzip eine Win-Win-Win-Situation für Content-Creator, für Player und für die Spieler an sich halt auch so, ne? Und so eine Sache, das meine ich mit diesen Live-Events. Ja. So, alle fragen sich, was ist das so, ne? Und dann wird das irgendwann aufgelöst, dann kommt vielleicht das nächste Puzzleteil dazu, das nächste. Da bin ich ganz, ganz doller Fan von und sowas würde ich mir
mit am liebsten momentan. Fühle ich auch. Finde ich, ist ja eine sehr gute Idee, ja. Man hätte ja Thanos als Klasse einführen können bei Endgame Avengers, wie bei Fortnite, so für 2-3 Wochen, dass man zum Thanos wird und dann die ganzen Edelsteine, die man in der Mine bekommt, reinsetzt, wenn man alle 5 Farben hat und dann mit einem Schnips die Hälfte der... Und dann ist der Charakter gelöscht. Auslöscht. Ja, so. Das wäre auch geil gewesen. Nee, aber einfach, dass ohne irgendwo was auftaucht, so, ne, ohne, ja, auch, ja. Ne, ohne Fail auch so, dass irgendwo schon was auftaucht, was das sein könnte, so. Und das muss dann aber auch so programmiert sein, weil es gibt ja halt auch Leute in der Taverne und so, die können sich halt in diese Files reinschauen und die können dann genau sehen, wie heißt das und so. Ne? Das müsste man auch irgendwie vermeiden können, ja, weil das würde das natürlich auch irgendwie vorweggreifen, wenn sowas da auftaucht in den Files und das vorher schon geleakt wird. Oh, da muss man halt wirklich, wirklich gut, weiß ich nicht, das kenne ich mich nicht mit aus, programmieren können, sodass es halt nicht entdeckt werden kann. So, ne? Aber einfach ohne irgendeinen Hinweis, ohne dass irgendjemand was gesagt hat, einfach nur so eine kleine Animation da in der Stadtübersicht so und irgendjemand entdeckt das irgendwann und zack, es reden alle Leute drüber. So. Und Mundpropaganda ist, ne? Sherlock Dawson strikes again. Okay. Wollt ihr einen Leak noch haben oder nicht? Wie, einen Leak? Ja. Du hast einen Leak? Ich habe das Video vorhin auch noch hochgeladen. Also, es steht in der Anleitung ein neuer Licht- und Schatten-Dungeon, zumindest. Ohne großartige Informationen, außer einem Kürzel, wie er heißt und wahrscheinlich 10 Etagen hat und in Licht- und Schattenwelt ist, steht er drin und es steht da, mit Version 10 kommt dieser Dungeon. Version 10 wird wahrscheinlich. Moin, moin, hallo. Keine Zeit für den Browser, du musst der Erste sein. Ja, nee, da bin ich leider, da bist du der Zweite dann. Shit. Aber viel, also steht noch, kann jetzt viel spekulieren, aber mit dem neuen Backend wahrscheinlich, Version 10. Ja, wurde ja eh schon gesagt, ne? Wird dann auch der Dungeon kommen, ja. Wurde schon mal so ein bisschen. Aber ist es jetzt nur ein Dungeon oder eine Dungeon-Karte? Nein, es sieht eher aus wie ein Licht- und Schatten-Dungeon aus dem alten Prinzip. Ja, okay, das ist ja noch nicht so interessant. Was interessant wird, ist dann. Also nicht, dass es das nicht ja, cool wäre. Aber es ist kein grundneues Prinzip so, ne? Ja. Aber was, worauf wir halt warten, ist halt das Backend und dann eine neue Karte, eine größere Karte, mehr Inhalt, nicht nur ein Dungeon. Vielleicht auch mal was Innovativeres, sowas wie halt, nicht nur Dungeon, sowas wie Turm, Wirbelwindsturm, das war ja mal was Neues, ne, was Frisches und davon hätte ich gern was. Hä, Turm, ja, leckt mich doch am Arsch, ey. Kannst du es nochmal sagen? Ich hab's nicht ganz verstanden. Hey, du und ich auch genau dasselbe gerade gedacht. Ihr seid so schlimm, wisst ihr das? Ja. Freu dich schon. Aber jedenfalls wäre sowas toll, ne? Mit der neuen Dungeon-Karte, mit dem neuen Backend haben die ja selbst gesagt, sie haben neue Möglichkeiten, da neue Sachen zu implementieren. Und darauf bin ich gespannt, was da kommen wird, ne? Da wird sicher einiges noch kommen. Die meinten ja gerade, ne? Gerade das Backend ist ja das, worauf wir alle warten. Und dann geht's ja los, ne? Vielleicht wäre mit dem neuen Backend auch nicht mehr auslesbar, so wie zum Beispiel, ne, was so die Stats von den Dämonenjäger damals betraf und Druide, das ist ja alles ein bisschen ausgelesen worden. Vielleicht wäre das mit dem neuen Backend auch nicht mehr möglich. Wobei ich das jetzt auch nicht so schlimm finde, so ein paar Leaks ab und zu sind ja auch nicht ganz schlimm, nice. Ja, aber wenn du dich dann halt... Ja. Also diejenigen, die sich die Arbeit machen, sich da durchzulesen, die sollen auch belohnt werden dafür, finde ich. Also wie gesagt, also Leaks über Forum und Schreibschrift so zu veranstalten, ist halt ganz nett, aber ich finde es in einer neueren Form besser und zeitgemäßer, vor allen Dingen auch, als Leaks übers Forum bekannt zu geben. Wie gesagt, ich bin voller Verfechter von so ein Live-Events, Alter. Ja. Dass da die neuen Leaks mit hinzukommen. Ich würde eine Baustelle, jetzt, die irgendwo so entsteht. Oder aber sorry, sagen, wir haben gleich die 2-Stunden-Marke geknackt. Ja. Und wir haben wirklich viele interessante Themen angesprochen. Und selbst der Gorgi kommt gerade zurück. Ja, ich denke, wir machen an dem Punkt Schluss. Außer jemand hat jetzt noch etwas, was einem einfällt, was wirklich, wirklich wichtig wäre, jetzt noch anzusprechen. Das ist spannende Kinofilmlänge, würde ich sagen. Ja. Jetzt. Ja. Ja, das ist besser als jeder Blockbuster. Ich will aber meine 2 Euro Disney. Das Ganze gibt es auch noch kostenlos zu gucken. Ohne Werbung im Video, nur davor und danach. Echt? Was? Bei 2 Stunden hättest du da locker. Ja, ich so schon seit einem Jahr monetarisiere ich meine Videos nicht in den Videos. Es gibt nur Werbung davor und danach, ja. Richtiger Gönjamin, der Kollege. Das ist hart. Also Respekt. Ja. Aber ich finde, ich kenne das selbst, wenn ich Videos gucke und dann sitze ich auf Toilette und dann ist wieder Werbung und ich so,
deswegen mache ich das selber nicht. Und wer supporten will, kann das über andere Wege tun. Und man guckt sich selber immer die spannendsten Stände an und macht doch extra da Werbung rein. Ja. Vor allen Dingen stellt euch mal vor, Leute, die das jetzt zum Einschlafen oder im Bett hören, wie so einen typischen Podcast und dann einfach so eine fette Werbung reingeschallert. Ja, dann ist vorbei. Dann erzählt der Belarus, welche Werbung, welche Klimaanlage du für deine Wohnung brauchst, Alter. Deshalb wäre die Frage, wenn Neutral so einen Stammtisch machen würde. Da geht noch was. Bap. Okay, Leute, dann würde ich sagen, mach mal Schluss. Es war eine wirklich schöne Runde. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so viel und so interessante Themen noch finden. Ich auch nicht nach dem Anfang auch. Ja, ich bedanke also, mich an dachte, wir sind jedem, echt bei zwei Themen und dann hören wir auf. Der dabei war. Ich musste sagen, Luti hat ein ganz klein wenig mir für mein Gusto ein bisschen zu wenig geredet, aber du stehst ja auch nicht mehr so im Saft wie Traubenstampfer, was momentan Content und so angeht. Hat er schon eine Stunde im Kopf gehabt. Den hat er sich vorbereitet. Deswegen, aber ich feiere es auf jeden Fall, dass du hier wieder am Start warst. Auf heute jeden und dass Fall. Die Community, selbst wenn es nicht auf deinem Kanal ist, dich hier ein bisschen genießen konnte. Ja, ich bin saumüde. Aber ich würde sagen, ich bin überhaupt nicht informiert, beispielsweise was das Backend angeht. Überhaupt. Ach, den ist schon. Alle nicht. Ich spiele halt das Spiel immer noch täglich für die, die es interessiert. Schaut auf Feld 21, Feld 23, leite da jeweils die Top-Gilde und es macht immer noch Bock. Aber was halt so News und Tavern, also Tavern-Discord und so YouTube angeht, bin ich einfach nicht auf dem neuesten Stand. Aber es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich mache dann vielleicht mal die erste Verabschiedung jetzt von uns allen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch, auch einfach dabei zu sein und auch zu einigen Themen was sagen zu können. Und Grüße gehen raus an alle Terra-Zuschauer. Und ich würde sagen, man sieht sich auf jeden Fall spätestens beim nächsten Stammtisch. Ja. Das war schön. Tomorov in Tomorov. Wer möchte sich als nächstes verabschieden? Freiwillige vor. Einfach mal. Danke fürs Zusehen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, wieder hier mit allen zusammen ein bisschen Schabernack zu treiben. Jetzt haben wir aber genug Schabernack für heute hier gemacht. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich. Danke fürs Zusehen, Zuhören und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Okay, dann mach ich weiter. Ich danke vor allen Dingen Terra, der das Ganze hier ein bisschen dann auch wahrscheinlich noch schneiden muss und hochladen muss und alles. Danke Dorsa, der das so ein bisschen avisiert hat, organisiert hat, einfach mal eine WhatsApp gedroppt hat und dann sind wir alle gesprungen. Aber wirklich, es hat spontan geklappt. Ja. Es hat sogar spontan. Danke an meine Tochter, dass sie nicht aufgewacht ist. deshalb auch, waren auch gut, dass Jan und Gorgos mit dabei waren und ja, schöne Sache. Ja gut, dann mache ich mal weiter. War eben auch eine schöne Runde, war heute ein bisschen länger, glaube ich, als der letzte Stammtisch. Ich glaube, wie lange? Eine halbe Stunde länger oder so. Dezent. Und ja, es hat wie immer auf jeden Fall Spaß gemacht und ich habe versucht, so viel wie möglich mit einzubringen, auch wenn ich von allen nicht so krass auf dem neuesten Stand bin. Aber in so einer Runde bin ich natürlich immer gerne dabei. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Man sieht sich. Ja, ich bedanke mich in dem Sinne auch nochmal. Vielen lieben Dank. Hat mich sehr gefreut, in dieser illustren Runde mal wieder ein bisschen Austausch stattfinden zu lassen, wie Atlantikforscher unter Wasser. Und deswegen finde ich das auf jeden Fall sehr, sehr cool. Wir haben jetzt wie viel? Jetzt schon 2 Stunden oder so gelabert. Ja. Daran hat man gesehen, es gab auf jeden Fall sehr viel Wiederholungsbedarf. Es gab sehr viele Themen, die wir anschneiden konnten. Auch kürzlich aktuelle Themen standen gerade im Raum. Und deswegen kam jetzt auch diese Länge an Zeit tatsächlich denn zusammen, die wir jetzt gemeinsam verschwenden durften für euch. Ja? Und deswegen verabscheue ich mich jetzt auch an der Stelle. Und vielen lieben Dank, Terra, dass du hier auch die Stage bietest. Und Dankeschön an alle Leute, die das hier sehen und natürlich auch an euch, die hier mit mir die Zeit verbracht haben und uns schön austauschen konnten zu dem Shakes and Fidget Universum. Dann auch von mir, ne? Nochmal danke, dass ihr dabei wart. Danke nochmal fürs Organisieren, lieber Dorzi. Schön, dass ihr dabei wart. Ist auch immer wieder schön, in der Runde mit euch zu quatschen. Seid ihr alle super sympathische Leute. Hatten tolle Themen und auch an die lieben Zuschauer, ne? Die bis hierhin durchgehalten haben.
Ich bin auch sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Gerade die Kommentarsektion. Haut fleißig die Tasten. Ich werde alles durchlesen. Ich denke, jeder hier wird sich sicher einmal die Kommentare wagen und sich da mal durchlesen, wie ihr das seht, was ihr für Vorschläge habt. Deswegen, Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt das hier mitgenossen und auch ein bisschen, mitgefiebert. Wir sehen uns dann beim nächsten Stammtisch. Mal gucken, wo der dann ist. Und sage, hau da rein, macht's gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.